White Russian. Kickser! So, jetzt endlich passiert es. Die Runner, nachdem in der letzten Folge sie noch den letzten Rest geklärt haben mit Pillen drehen und irrwitzigen Diskussionen, am Ende doch Vergiftung von armen Menschen, werden sich jetzt also dem Run langsam nicht nur nähern, sondern das wird jetzt richtig losgehen in der Folge. Das heißt, jetzt kann man erwarten, dass auch was passiert. Dementsprechend, da sich das ja gemäß der Natur des Rollenspiels alles noch ein wenig ziehen wird, belasse ich es dabei und sag einfach viel Spaß und bleib geil. Bevor ihr jetzt irgendwas macht, ich wüsste gern zu erfahren, ob sich an eurer Liste noch etwas ändert, an eurer... Nee, anders. So, Hausaufgabenkontrolle, Mutti hebt raus, was ist hier los? Will noch jemand was ändern? Oder ist das jetzt etwas, was da stund gesetzt? Nö, ich hab Kabelbinder ist sowieso im Auto, ich hab kein Survival-Messer dabei, ich hab Pfefferspray dabei, die Latex-Handschuhe, klar. Den Maulkorb, konnte ich den jetzt eigentlich noch besorgen? Ja, Maulkorb verlinkt. Super. Genau, irgendwas für den Köter halt, irgendwie so ein bisschen noch so ein kleines Seil oder irgendwie sowas halt, falls ja, Maulkorb ist. Mit Leine. Genau, ja. Leine nennt man das Ding. Entschuldigung, sowas habe ich im SM-Schuppen liegen. Ah, praktisch. Ja, aber wollen das ja wirklich für einen Hund haben? Den man auch für Hunde benutzen kann? Na klar. Ist ja kein Spreizer. Billy hat das, also auf jeden Fall. Okay. Gut. Oder auch eine schöne Leine. Würgehalsband. Achso, dann wirst du Würgehalsband oder wirst du so ein Dingsgeschirr? Nee, Würgehalsband hier. Schön. Nee, kein Würgehalsband. Das braucht doch der Köter nicht. Der ist doch eh mit THC abgefüllt. Nicht, dass ihm noch irgendwas passiert, der sich selbst aufhängt oder so. Du musst doch am Leben bleiben. Du musst ihn ja nicht direkt, du musst ihn ja nicht unbedingt abfüllen, wenn du den einfach so mitnehmen kannst. Der Hund ist lieb, der kennt mich auch schon. Also ich könnte mich nicht entsinnen, dass der als lieb ausgezeichnet wurde. Das ist halt ein Familienhund, das ist halt ein Labrador, ne? Ich kenne den doch schon. Ja, da so. Easy. Der war bisher immer lieb. Es ist nicht schlecht, einen Maulkorb mitzunehmen. Welche Leine ist mir egal, ich muss nur wissen, welche. Kein Würgehalsband, bitte. Warum ist dann halt kein Würgehalsband? Eins mit Stacheln, yay! Ja, tötet den Hund, wir brauchen den noch. So. Jutti, und deine Schockhandschuhe, ne? Ja, die habe ich ja aufgeschrieben schon, ja. Ja, genau, deswegen. Und genau dann, was ihr noch über die Tage mitkriegt, also der Papa, ne? Papa Mobus Kron. Oh, dem ja. Dem geht's nicht so gut. Sowas. Also der braucht echt Pflege. Irgend so ein dreckiger Wichser. Also wenn, weißt du, wenn es einen Gott gäbe, würde sowas nicht passieren, aber... Gibt da einen Gott. Danke. So, wenn es einen Gott gäbe, halt. Ansonsten echt mal. Ja, ja, für mich gibt es einen. Sonst wäre das so nicht passiert. Easy. Also, ansonsten habe ich nichts zu beanstanden, außer das, was ich schon gesagt habe. Und ihr könnt jetzt direkt hammerhart loslegen, wo auch immer ihr wollt. Ihr wisst ja, wann alles abgeht. Nicht? Ja, Meister, ich hatte dir ein paar Fragen ins Forum gestellt. Ich war weiß das nicht. Noch na, das war halt der ganze Kram, also sie macht halt alles von wegen rauskriegen, wie das Termin ist und dem ganzen Shit. Achso, halt. Ja, nee, die Eltern sind tagelang weg, der hat da keinen Stress und das mit dem, er hat es ganz cool getan, so, ja, das mit dem Gärtner, da kann ich schon easy. Was er ist nämlich, der ist schon ein kleiner, da muss er sich mal hervortun, was er geleistet hat. Okay. Nee, das ist ja auch alles in Ordnung. Er kriegt auch die gebührende Anerkennung dafür. Oh, du bist so cool. Naja, genau. Macht das sich gerade wieder unbeliebt, oder? Nee, das ist das, was Jojo theoretisch hätte sagen müssen mit, oh, du bist so cool. Weißt du? Naja, von wegen Gärtner nicht. Und so. Nee, sagt sie nicht so, aber er kriegt die Anerkennung dafür. Genau so, dass halt irgendwie das so gedeichselt wird, dass sie da halt wirklich mal einen Abend vorbei kann. Na gut. Oder kommt oder geht. Direkt oder am wie auch 20. immer. Ist da schon geplant. Achso. 20.12. Na? Achso. So fix. Ups, falsche Taste. So fix. War das so fix? Das sind noch 9 Tage. Ja, ich weiß. Oh. Also ich meine, ihr könnt so weit springen, wie ihr wollt. Das ist mir wurscht. Wollen wir da noch irgendwas erledigen? Brauchen wir noch irgendwas? Wir gucken uns die Fahrtrouten an.
Ja, eben ein bisschen die Gegend Versteck, angucken. wir brauchen ein Genau, Versteck, wir wo brauchen noch ein wir Versteck in der Nähe. temporär mit dem Hund untertauchen, wenn wir den Hund haben, bis wir ihn zurückbringen. Stimmt. Richtig. Das ist Genau, wichtig. Umgebung gucken, auch die Landstraßen, weil Gott weiß, was da passiert. Wenn dann irgendwie vielleicht doch mal irgendwie jemand auf die Idee kommt, sowas passiert ja auch ab und zu mal bei Moskau, dass dann mal jemand die Landstraßen abgrast und vielleicht auch auf die Idee kommt, das zwischen Moskau und hier diesem tollen Gebiet zu machen, weil da doch öfter mal die reichen Leute umherfahren mit teuren Autos. Dann nochmal gucken, sich da auch nochmal erkundigen, wie da das mit den Strecken ist und auch die nähere Umgebung um die Straßen herum mal angucken, damit man da irgendwie noch einen Überblick hat. Und das Schönste wäre wirklich ein Safehouse da relativ in der Nähe, damit man nicht allzu weit fahren muss. Innerhalb oder außerhalb von Moskau? Außerhalb Ich von dachte, wir Moskau wäre bleiben besser, mit dem glaube Hund ich. in Selenograd. Nee, können wir nicht. Also dort ein Safehouse zu finden, wird relativ schwierig. Ja, Moment, aber müssen wir dann mit dem Hund quasi aus Selenograd raus und dann durch die ganzen Kontrollen durch? Oben gibt es keine, die gibt es beim richtigen Stadtgebiet da die Grenze. Aha. Die rechnen wir noch nicht kontrolliert, was glaubst du denn? Ja, du machst dir aber schon klar, dass wir nicht die Reichen sind, ne? Nee, aber ich kann aus dem Gebiet der Reichen raus. Nee, Und das wir ist müssen ja genau, wieder mit dem Hund da rein, ne? das Das ist wirst du aber, auch. das ist ein berechtigter Einwand. Wie ist denn das mit dem Köter irgendwie? Kann man da jetzt einfach problemlos raus und rein? Braucht man für den Köter eine Lizenz? Braucht man irgendwas oder kann man einfach mit diesem scheiß Köter da raus und reinfahren? In dem Gebiet ist es egal. Dort gab es auch einfach keine Kontrollen für euch bisher. Okay. Ihr habt einen reichen Wagen, ihr habt euch wie reiche Leute angezogen, und ihr wurdet in Moskau direkt kontrolliert. Das heißt, die können ja Daten austauschen, die Beamten dort oben. Das heißt, die wissen Bescheid. Und wie gesagt, die Polizei dort oben, die gibt dir noch einen Kaffee aus, wenn du ankommst. Sagt, das ist aber ein schöner Hund. Der sieht ja aus wie der von den Melnikows. Schönen Tag noch. Weißt du? Okay, Die sind dann alle braucht er am eine Chillen. Fake-ID. Dann braucht der Hund aber eine Fake-ID, dann müssen wir die falschern. Das reicht doch, wenn wir den Scheiß. Der ist doch gechippt. Das reicht doch, wenn wir den Chip einfach Jo. verändern. Ja, das meine ich ja mit Fälschen. Was in mein Metier Ja. quasi fällt. Achso, okay, gut. Ja, genau. Soll Und ich dann meinte gleich ich. eine Probe ablegen, Düse? Ich weiß noch nicht so genau, ob ich heute eine Probe ablegen will. Ich habe echt so ein lustiges Gefühl im Darmwinkel. Warte mal. Wegen Ich dem, auch. was? Was? Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass alles heute echt schief Ich läuft. fühl mich so lächerlich im Arsch. Du fühlst dich Was so anderes als lächerlich bei ums Flügen. Arschloch? Ja, genau. Um den Sheriff stellen, um der Rustische. Moment, was kriege ich in Forgery, Logic und Two? Gott, das ist nicht so viel, ne? Kannst es etchen, wenn du willst. Kann ich das, ja? Das ist aber so lieb von dir, das darf. Ich weiß. Oh. Null Erfolge. Ja, dann etche ich den Fängt Schein gut ist gleich an. mal Oh. weg. Na besser Alle jetzt die Erfolge. Scheißwürfe als Ja. später. Moment, was macht denn der andere? Ich habe mir nur ein DZSL. extra Fenster aufgemacht zum Ah, Würfeln. Fenner. Toll, Fenner aufgemacht, ja. Fuck you, Chicken. Zwei Fuck Erfolge you, nur. Carl. So, jetzt würfe ich dagegen aus Prinzip. Mihau. Im TS? Ja, im TS. Macht er doch jetzt hoffentlich. Ah ja. Aber er macht's verdeckt, oder? Ah, ich habe nur einen Erfolg, ich habe zwei Erfolge. Sehr gut. Matt, Matt, Matt. Ja. Nur noch ein Edge Okay. jetzt, Mann. Ich habe nur noch ein Edge. Wie viel habe ich noch? Vier, ne? Ja. Solltet ihr das nicht selber im Kopf Ja, nee, behalten? ich habe noch vier Edge. Ich habe Billy eins hackt den ausgegeben. Schäferhund und den Den hackt hat er sie nicht nicht ohne ohne Grund. Grund. Nein, hackt! Ich habe gesagt, Axt. hackt! Achso, ich habe hat verstanden. Weiter im Text. Was ist passiert noch? Wie gesagt, Umgebungsstudie, dann erkundigt man sich mal, was da so abgeht. Dann, wie gesagt, mit der Grenze, das wird ja dann auch noch alles rekapituliert, ob wir da mit dem Köter aufpassen müssen. Dann gucken wir, wo wir mit diesem Scheißköter hinfahren, weil wir. Nee, wobei, nee, wir fälschen ja die ID. Wird so ein Hund in die SIN eingetragen? Nee, ne? Der wird einem Haushalt zugeordnet. Das heißt, nein. Also ab der Größe wird er dem Haushalt zugeordnet. Kleinere Viecher sind Wurst. Okay. Der wird einem Haushalt zugeordnet. Muss man das dann irgendwo stehen haben oder ist das Ja, dann der auf Wurst? dem RFID des Hundes wird dann Ah, ausgelesen, okay, er gehört in die okay. Bude.
Okay, das heißt, wir können den Köter dann auch in eine beliebige Bude irgendwie. Ah, nee, die werden dann gucken, wo wir wohnen, zeitweilig. Und dann können wir den quasi. Geht auch Ja, alles nicht. den ordnen Wo wir ist jetzt die Kuss? unserem Hallo, Ja, den das. ordnen. Flummi! Aus! Jetzt halt mal! Jetzt unterbrecht euch doch Pfui! einfach nicht Böse gegenseitig, Flummi! Mann! Böse Flummi! Shoot him, Blues! Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Tschüss, der Pfeffi schmeckt auch ganz schön gut, den du mir aufgedrückt hast. Ja, das weiß Das ist ich. Ich schon glaube, ich lecker. gehe jetzt mal an den Kühlschrank und hole meinen Jägermeister raus gleich. Aber sprich weiter. Ich wollte, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dem Ja, ordnen wir genau, wir einen. haben einer unserer Sins, einer von uns bekommt den Hund auf die Sin geschrieben und auf unseren Sin steht ja auch, wo wir nicht wohnen, also, ne? Ja. Nee, eben, das wird eben keiner Sinn zugeschrieben, sondern halt nur einem Haushalt. Ihr könnt ja auch Ja, den Bungalow, aber das uns, könnt ihr machen. hallo, Mauseschatz. Ja. Hasemuckel, hör doch mal zu. Ihr Wir haben doch auf unseren, Blasenzahn. wir haben doch auf unserer Sin stehen, wo wir hingehören, also wo wir wohnen. Ursprünglich, genau, da hat er Petersburg. recht. Richtig. Ja, So, natürlich. na, Ja, tschö, und damit der Hund auch. Ach so, easy. das ist ja nicht Nowosibirsk. Tut mir leid. Der Hund wechselt auch nie. Nee, Mensch. schade, warum denn da? Wüff, wüff. Da wäre ich auch nicht, wie das gehen soll. Und Wüff. würfelt. Nee, es wird nicht. Wow. So Doch, das gelangweilt. geht ja. Wow. Wow, Wow, wow. oh, guck mal, eine Katze. So, also Wow. St. Petersburg, ausgezeichnet. Jetzt suchtet ihr noch ein Safehouse für euch und den haarigen Vierbeiner, der nicht Kaban ist. Aber für den Richtig. auch. Wir könnten auch den Bumspulli so lange irgendwo hinstellen und Ja. dann im Bumspulli warten quasi. Das Genau, wir müsste auch laden. Das gehen. ist eine super Idee. Ich liebe die Idee. Wir Wir stellen stellen. uns den Ja. Bumspulli irgendwo auf den Weg. Also Ja, den du bist können wir nicht, super. mit dem können wir nicht in das Gebiet fahren. Das geht nicht. Aber wenn wir in das, ne, so irgendwo da auf so einem Parkplatz. Nah an der Grenze quasi zu Selenokrad. Ich gucke gerade mal ganz kurz in eure Charakterblätter. Weißt du, bei Flummi findet man sich nicht zurecht, weil er einfach die Hälfte voller Waffen ist. Also. Das ist überhaupt nicht wahr. Flummi, du kannst Ortswissen und Intuition Was würfeln. soll ich Natürlich würfeln? ein Intuition und? Ortswissen, aber nicht auf Donskoi spezialisiert, wie du bestimmt dir denken konntest. Ja, da habe ich drei, ne? Ja, und Intuition. Okay. So, Karin hat nichts. Oh. Zwei Erfolge. Ich hätte auch noch Schmugglerrouten anzubieten. Hast du da einen höheren Wert? Nö. Dann nein. Und Billy hat auch Ortskenntnisse. Dann Billy auch. Ja. Hättest du mich auch fragen können, hätte ich dir gesagt. Ja, aber ja. Nö, ja, ist Es okay. ist richtig, hätte ich Ist machen alles können, aber klar. ich fühl mich Ist viel alles geiler, wenn klar. ich in eure Charakterblätter gucke. Dann Das tut ist, das doch einfach. So. Flummi hat Also. ist zwei Erfolge. Mimi. Und Düse hat drei Erfolge. Sehr gut, ihr Ja, sehr gut. findet Ein Schatz! im Silbersee. So, tatsächlich ist es halt so, das ist so ungefähr 20 Kilometer von Zelenograd weg, also außerhalb von Sensorreichweiten. Und da ist so eine Art, wir nennen das mal nicht Moor, das ist weniger moorig als wo ihr damals die Kleidung und so, ne? Da kann man auch mit dem Bumspulli noch gut fahren. Der ist ja schon für gedacht, da sind so ein paar karge Bäumchen, die Sicht verdecken, die auch zum Teil da, ne, weil Bäume, Wasser, Wi-Fi ist dann halt nicht so geil für die anderen, aber wenn ihr euch vorher irgendeinen Senderverstärker holt, kann die trotzdem noch was machen. Und man sieht es halt nicht. Und das ist halt, weißt du, einfach schön kann man, fährt keiner hin, abgelegen. Easy, kommt man relativ fix hin. Wir Sehr sind die gut. Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Durchs Moor. Moor. Ein sehr tolles Lied. Kommt Sehr aus meiner traurig. Gegend. Es kommt aus meiner Sehr Gegend. traurig. Aus dem Dorf, wo der Vater mit dem Sohn in den Puff geht? Düse? Keine Ich hab Ahnung, auch sag immer, aber im Puff drängeln. also da hätte ich dir fast jetzt ein Karma geben müssen. Oh, ein Karma sogar, Alter. Quatschen, nett. Ich finde es aber lieb, wenn du mir das Edge zurückgibst. Ah. Passt. Hab ich? Juhu! Nein, fast. Ach so, Nicht fast, ja. passt. Ich hab wieder Ich Angst. merke, ich muss wieder längere Sätze sprechen. Ja, das hilft manchmal. Nein, Zwecks Kommunikation. nicht aus dem Dorf, aber ein paar Dörfer weiter quasi, also ein paar Kilometer, das ist ein Unterschied. Aber es Das ist ist nicht mit dem okay. Spaten losgezogen, ja. Das haben ihre Ehefrauen verbuddelt. Nee, da wurden damals ein Haufen Menschen in Arbeitslagern verrecken lassen. Habe ich doch gesagt. Gut. Was, Düse? Nein, nichts, nichts, okay, schön. Du fingst gerade deinen Satz an mit Flummi.
Ja, ich wollte sagen, du ziehst aus mit dem Spatel. Aber. Ich zieh aus mit dem Spatel. Ja, mit dem Spatel. Ich kratze letzte verbliebene Hautreste vom Knochen. Juhu. Können wir da mit der Limo denn auch hinfahren? Sind die Straßen gut genug dafür, für die Strecke? Na genug, ihr müsst halt noch ungefähr 2 Kilometer laufen. Alter, das ist ein Audi. Das ist eine Limo. Du willst doch an Boris Limo, willst du deinen Kratzer riskieren? Nö. Eben. Du willst nicht mit Siehste. Boris Limo durch die Pampa fahren. Ich halte das so relativ für unpraktisch. Also, wollen wir Na, dann laufen wir halt ein bisschen, das ist doch nicht schlimm. Gott, der ja, Hund aber hat 4 Beine. Wollen mein wir Gott. Boris Limo dann da stehen lassen mitten in der Pampa? Und ja, doch, das ist nicht mitten in der Pampa. Das ist ja das, ne? Das ist ein Autoparkplatz, ein bewachter, okay. Automatisiert Geht, bewachter und dann, ne? Hab das ist schon gesagt. So, ihr hattet ja 3 Erfolge. Wir können auch eine Übergabe machen gesagt. Einfach. Es geht ganz einfach. Da trifft man sich irgendwo, wo es normal ist. Einer fährt mit der Limo weiter und 2 gehen in Bumsbulli mit dem Köder zusammen. Bis Tag X oder Stunde X und dann geht das Ganze wieder rückwärts. Ja, so ungefähr. Genau. Wie lange wollen wir den Wowie behalten? Ja, das ist Eltern... ja 12 Stunden. Ah, okay. Ungefähr. Müssen die Eltern auch nicht wieder da sein? Ich meine, da muss es ja irgendwie spitz kriegen. Ah ja, stimmt. Die Eltern müssen wieder da sein. Ja. Hier, Spielleiter am 30. am 20. Wann hast du jetzt gesagt? Am 30. oder am 20.? Das am mir 20. hat er vorgeschlagen, dass das so. Ne? Oh, da muss Julia so. Noch mal kurz telefonieren. wann kommen denn die Eltern wieder? Genau. Können sie das rauskriegen? Am 29. Das heißt. So. Entweder müssen wir uns 9 Tage um den Hund kümmern, was ich doof. Nein, Moment, am 27. Okay, dann müssen wir uns entweder eine Woche um den Hund kümmern oder wir müssen. Na, Jojo, frag mal, ob es vielleicht auch später ginge. Quasi, weißt du? Ne. Was schwebt ihr denn vor? Naja, dass du vielleicht. Moment, sie muss das mal mit Vlad abquatschen, wie lange der Hund da bleiben soll. Oder wobei hat er. Wie frei hat er uns das gelassen? Das war jetzt so die Frage. Papa sollte es schon sehen, ne? Und halt Papa mindestens, und halt, wenn du den, der hatte ja, ist ja davon ausgegangen, dass er das irgendwie abends macht, sodass ja. Dann am nächsten Morgen man vielleicht noch gar nicht gemerkt hat, dass das Vieh weg ist, aber dann plötzlich, guck mal hier, was ich für ein netter Kerl bin. Wie lange hat er so nicht definiert? Ja, okay, dann muss sie das nämlich noch mit ihm abquatschen, weil das ja tatsächlich ein Problem sein könnte. Weil der Junge das mit Sicherheit nicht einen Tag, wo die Eltern wiederkommen, machen will, sondern halt dann eher einen, ne, so ein bisschen einen Tag davor noch. Dann wäre der Hund halt einen kompletten Tag weg. Moment, wenn da die Aussicht auf legale Drogen, Rockmusik und eine Pussy zu Hause ist, dann macht er das auch die letzten 24 Stunden davor. Nee, deswegen ja eben 17. nicht. Nee, Moment, ja klar. Aber das Problem ist, dass der schon letztes Mal ein bisschen länger gebraucht hat und schon erwischt worden ist von seinen Eltern. Das heißt, wenn die Eltern dann spitz kriegen, dass da irgendwas war, weil irgendwie Alkohol Entschuldigung, oder irgendwas... Entschuldigung, du denkst, am 25. würde er sich drauf einlassen. 25. alles Bis klar. Nicht jeder verliert bei dem Gedanken an Muschi den Verstand. Also, ihr seid alle keine Kerle. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Das seid ihr keine Kerle. Danke, Kaban, danke. Das finde ich in Ordnung, aber trotzdem, nein. Einfach nein. Wir sind, Entschuldigung, liebe Zuhörer, wir sind nicht mehr deep und dicht. Es tut mir wirklich leid. Weißt du, da gibt es mal einen so einen Typ, der nicht sofort sagt, Girl, Titte, da kann ich aber, da sind wir plötzlich nicht mehr dicht und deep, ja? Nee, das ist weißt absolut du, das Kern von Realität. Nee, ich bin daheim! Warum bin ich denn eigentlich so laut? Oh, Männer, gibt's eigentlich auch Frauen, die uns zuhören? Ja, Snowcat hört uns gerne. Ja, danke, Snowcat, hilf mir. Bitte. Halt die Fresse, Flommi. Bitte. Schenkt mir ein bisschen Östrogen. Das Klo muss noch geputzt werden. Das ist mein Flummi sowieso verschwendet. Boah, oh, dünnes Eis. Das ist doch dünnes Eis. Die ist doch kein dünnes Eis, doch die Wahrheit. Entschuldigung. Okay, das widerspricht sich natürlich nicht. Gut. Easy. Ihr kleinen dreckigen Arschkram. Wieso ich? Ich halte hier die Fahne hoch. Ich rede nur mit den beiden. Nicht Achso, mit danke schön. Du Entschuldigung. Bist raus. Ja, ich bin lieb. Du bist, genau, du bist lieb. Ich bin der Liebste und der Beste. Du bist doch mein Habe. 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 Ich dachte, wir hätten das überwunden. Nein. Das kommt ab und zu wieder. Außerdem ist Ostern. Wann passt das denn besser als jetzt? Häschen in der Kuh. Siehst du? Gib doch was. Ja, so und schlief. Da, du schlief.
So, unabhängig davon. Nee, weißt du, hier, Alex, ist auch so, okay, Blumen, so. Ja, heute ist ja theoretisch für drei Viertel von uns Feiertag. Wir könnten ein bisschen eher anfangen, dann können wir länger spielen. Das wird richtig awesome. Heute muss es richtig scheppern und dann, weißt du, dann lenkt sie die ganze Zeit nur ab. Was willst du denn da als Spielleiter machen? Wenn jemand einen Tipp hat, behaltet ihn für euch, er wird nicht funktionieren. Das muss ich jetzt nur sagen, damit du es nicht wieder sagst, schreib es in die Kommentare. So. Fuck you, ja. Ah, das ist eine gute Idee. Schreib es in die Kommentare für unseren Spielleiter. Verdammt. Ich habe mich selbst outsmartet. Ach, und wenn ihr noch nicht subscribed habt, dann subscribe mal schön für uns. Entschuldigung. Wenn er jetzt disconnected, hat er jeden Grund dazu. Ah, sehr schön. Ist jetzt gut, ich bin jetzt gut. Oh. So, die Eltern kommen am 27. wieder, 25. lässt er sich drauf ein. Ganz gut. Recht. Das spricht sie dann trotzdem nochmal mit ihrem Bruderherz ab, nicht, dass es dann da irgendwie Strabbel gibt. Dein Bruderherz sagt, ihr sollt den Hund dahin karren, wo ihr euren Safe-Ort hattet, und er wird den Hund dann über Umwege zurückbringen, nicht du. Ah, okay. Denn wenn der Junge einen Tag ohne Hund ist, dann wird, weißt du, dann könnte es ja sein, dass jemand gucken kommt. Könnte, aber muss nicht. Naja, nur da kriegt der Vater das halt nicht mit, ne? Genau, das heißt, Vlad nimmt den Hund und dann, ne? Ja. Das macht unsere ganze Situation um einiges leichter. Aber ihr solltet ihn auf jeden Fall da ins Moor bringen, weil easy. Jo. Gut. Und damit es dann einen kleinen Katzenkampf im Schlamm geben kann. Ja, das schreibt er auch. Genau. Nicht schlecht, dass du das nochmal konntest. Der war gut. Mhm. Wir müssen auch ganz kurz, Kinder, wir müssen auf forensische Sachen Acht geben. Billy würde gerne noch, und zwar so Reinanzüge uns besorgen. Weißt du, im Bumspulli wird richtig sauber gemacht. Billy nimmt sich da 2 Tage für Zeit. Ihr macht den Bumspulli von vorne bis hinten sauber, damit nicht irgendwelche Jojo-Haare oder Billy-Haare im Bumspulli sich irgendwie auf den Hund applizieren. Diese statische Aufladung und so Geschichten kennt ihr ja alles. Geil! Applizieren, geil. Ich liebe dich. Und du also hast diese Liebe nicht sehr verdient. Gut. Ja, das ist sehr gut. Das macht Billy noch. Ich finde es auch gut wieder, dass die Frauen putzen, aber nee, ja, es ja, doch, ist tatsächlich, ist, er denkt tatsächlich mich. Das gefällt mir. Du findest weiß, auch noch du eine Reihe von Mahinas Haaren tatsächlich. Das dachte ich mir. Das wäre ja nicht so schlimm. Oh, du bist so bitterböse. Du bist. Ach, wie die, ja. Was? Was? Hä? Ja, die ist schon doch weg seit ewig. Ja, ist furchtbar, weißt du? Ne? Also. Trotzdem, sagen. Die ist in der Datenbank gespeichert. Man muss doch mal den Verdacht auf andere, man muss doch mal andere, ja, den Verdacht auf andere lenken. Klasse, danke, dass du meine Cousine damit reinziehst, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, stimmt, da war was. Ja. Weißt du, ich flumme auch immer, hey, das ist meine Familie, Alter, ich reiß dir den Kopf ab. Und dann hier, das ist meine Cousine. Pff, ja, mach komm. Doch nur Spaß. Nächstes Mal, Spaß, ich wurde ernst. So. Können wir jetzt mal hier, also. Ja, Tacheles. Ja. Billy hackt die Welt. Irgendwelche Dinge. Ex und hopp. Ne, wir haben ja jetzt alles geklärt, glaube ich. Oder? Stimmt, haben wir alles geklärt? Fällt uns noch irgendwas ein, worauf wir achten müssen? Gut, dann machen wir das und jetzt haben wir es geschafft. Fertig. Gut. Ja, Karma. Es, yes, Karma. Ja, Karma. Jojo guckt natürlich, dass sie dann das Gebäck entsprechend transportiert, damit nicht sofort jeder auf aufmerksam wird. Also, wie war denn das? Du hattest doch schon ja, hatte ich. Du hast schon gesagt, du willst echte Zutaten nehmen, ne? Na klar. Kein Lebensstil, 75 Millionen. Okay, das schreibe ich. Warte. Wenn ich meinen USB-Stick finde. Das schreiben wir Vlad eh auf. Da schreibe ich eine unsichtbare Schreibmaschine. Tipp, in den Charakterbogen wollte ich sagen. Alles easy, aber der Kuh, also die Kekse ratiert nicht. Na klar, aber wir müssen ja irgendwie, ne? Nee, ist ja korrekt. Unsere Kasse ist noch echt, also wir haben bisher unseren Auftraggeber noch nicht viel Geld gekostet, muss man jetzt mal so sagen. Hast du 2x75 Schnüren aufgeschrieben für unseren Spa-Besuch? Hast du? Ich hoffe. Ich hab's mir aufgeschrieben und auch gerade nochmal angesagt, also gell, ich bin da ehrlich. Wenigstens und einer, auch, der und so. Ich bin dieb und dicht. Ja. Apropos okay. Dicht, wo ist mein Jägermeister? Im Kühlschrank noch, warum ja, ist der denn stimmt. Da noch? Ja, was macht denn der da? Was ist weiß da los? Ich du hast den echt schlecht unter Kontrolle, Waldmannsheil. Sag mal, wir haben doch heute eigentlich, also du nicht, aber wir haben doch heute Feiertag, ne? Ja. Das heißt, wir haben doch heute eigentlich nichts zu tun. Sie? Hast du auch schön Fisch gegessen am Freitag?
Nee, ich wollte jetzt auch eigentlich nur auf den Mischkonsum hinaus. Kein Pussy-Lecken, meine. Nein, dafür habe ich mir einen Sklaven besorgt. Ein Hund? Ja. Schön Nutella unten rein, ey. Also, ihr wollt dann bis zum 25. Ja. Also mir fällt jetzt auch echt nichts mehr ein, was wir noch machen können, außer vorbereiten und so weiter. Also Jojo hält selbstverständlich den Kontakt aufrecht und bla, und du weißt, was ich meine. Ach, Kinders, ich habe noch, also Billy fragt noch unsere beiden Liebsten, also ihre beiden Liebsten. Soll ich mir versuchen, die Haustechnik unter den Nagel zu reißen? So, Kameras und Security, die... Kameras wären ganz cool, damit wir nicht so wirklich auf den Kameras drauf sind. Also... Probier's, aber wenn's, also wenn du Gefahr läufst, entdeckt zu werden, dann brich sofort ab. Weil sonst ist Kacke. Ich mach das nicht selbst. Ja, okay. Nee, trotzdem, weil sonst, wenn da ein Hackerangriff gemeldet wird, weißt du, dann ist da Ende im Gelände. Und die haben, also Evo hat auch Technomancer, soweit ich weiß. Denk dran. Ja. Heutzutage jeder AAA-Konzern hat doch irgendwie Technos. Das weiß ich nicht, aber Evo ist dafür bekannt, genauso aber wie Horizon. Aber die haben mehr. Ja, aber doch nicht in so einem kleinen Privathaus von so einem kleinen Schlumpelmann. Nee, darum geht's nicht. Wie gesagt, nur wenn, es ist halt alles Geschichte, wenn, ne, wir irgendwie da drauf, also wenn da irgendwas, irgendein Angriff kommt, weißt du, dann können wir alles vergessen. Cheffe? Ja. Wenn ich mir einen Compile und dann Register mache, muss ich 8-8 würfeln, ne? Plus Entzug. Mhm. 8, weißt du, dass der Entzug 10. beim Register doppelt so hoch ist, ne? Ja. Okay. Mach's am besten rechtzeitig. Wie rechtzeitig? Wir haben ja mehrere Tage Zeit. Ja, wir machen's ja, genau. Wir sind jetzt gerade am 20. Und wenn ich mir jetzt einen Sprite registriere, Dann kann ich mir jetzt einen Vierer-Sprite registrieren eigentlich. Erstmal, ich kompiliere mir jetzt erstmal einen Vierer-Sprite-Chef. Ich habe mich übrigens auch geirrt, der Entzug ist nicht doppelt so hoch, sondern der hat doppelt so viele Würfel. Okay, ja. Kompilieren, da hier ein Erfolg. Du hast einen Erfolg. Ich habe auch einen Erfolg. Nein! Geht schon Alter Schwede, ey. Solide los. Aber keinen Entzug. Die zwei kannst du dir kaufen. Den Entzug meine ich. Die, aha. Ja, mach ich ja. Beauty, willst du es nochmal probieren, sagst du. Ich habe ja keinen Schaden bekommen. Guck mal, vor allem 1-1 und so viele 1, das kann jetzt nur ein guter Wurf werden. Oh, fuck. Oh, verdammt, das war falsch, das war der Oh, das war ein SR8, hast du da gewürfelt hier, ich glaube, es hackt. Das war der Registrierenwurf, Entschuldigung. Ja, das ist ein SR4 mit 2 Erfolgen, uiuiui. Oh, komm, jetzt, also keinen Schaden vom... nur einer, nee, ich lasse es, komm, hör auf, das macht keinen Sinn. Wenn es brennt, dann... Bei dem Registrierenwurf wäre das echt übel geworden. Ich hätte den nicht genommen. Ja, ich weiß. Nee, ich habe einen Erfolg nur und 4 Erfolge auf einen Zug, also keinen Zug. Und jetzt können wir jetzt so lange machen, bis ich total... Ist einer von uns beiden, ja, war richtig. Das gibt, Ja, komm, so ein Sprite ist richtig gut. Also 3 Erfolge und 3 Erfolge, Chef. Also auf einen Zug 3 Erfolge und auf einen Compile. Yes, ich habe 2 Dienste frei. Huhu. Mhm. So, und jetzt käme der Registrieren hinterher. Ich nehme den mit den 4 Erfolgen. Nein. Der hat doch schon gewürfelt. Das ist mir doch scheißegal, du hast aber falsch gewürfelt. Ich hab nicht falsch gewürfelt, ich hab vorgewürfelt. Nein, nee. Pass auf, jetzt werden es gleich mehr Erfolge als 6 Erfolge oder so. BAM! Fuck. Hab ich einfach nochmal 4 Erfolge, ich muss Junge. Jetzt, ich muss jetzt 5 Erfolge haben, ne? Ja. Ja, solltest du. Du kannst 8G widerstehen. Moment, auf das. Pass auf. Da musste ich doch mal ins Mikro brüllen, das ging jetzt nicht anders. Ich mache jetzt erstmal. Nee, Moment. Ich habe jetzt ein SR8 normalerweise. Wenn ich meine Edge-Würfel dazu nehme, habe ich natürlich 11. Es mit Regel 6. Muss ich dann SAE würfeln, ne? Ja. Ja. Das sind 5 Erfolge. Aber genau gerade. Und jetzt. Jetzt noch meinen Entzug hinterher. Das heißt, du hast jetzt einen Dienst mehr, ne? Als vorher. Ja. Also 3 Dienste. Und kein Edge mehr. Das ist dann auch scheißegal. Keine. Jetzt muss ich nur noch den Entzug widerstehen. Von 8. Also. Was? Von 8? Wieso von 8? Ja, von 8, weil ich 4 Erfolge hatte. Zwei. Scheiße, du Arschgeige, stimmt. Das sind aber plus 5. Oh, das gibt 5 Schaden auf den Herrn Kast, Alter. Na, Juti, da, das ist ja rechtzeitig. Max, ich hatte gehofft, du hast noch einen Patzer, weißt du, das wäre richtig gut geworden.
Also das erste Mal in ihrem Leben registriert Billy sich einen Sprite. Das läuft so ab. Also erstmal ist es der Infiltrator-Sprite, ihren Kabel auf Stufe 4, wie wir schon alle wissen. Billy wird die Codefetzen aus der Matrix zusammensuchen, die diesen Sprite ausmachen, ihn dann zusammensetzen. Und in dem Moment, wo sie ihn zusammensetzt, benutzt sie ihr Sperma. Sperma? Ihr Sperma hätte ich beinahe gesagt. Nee, benutzt sie eine spezielle Klebeflüssigkeit aus der Matrix, um diesen Sprite an sich zu binden. Sperma. Ist das ein Kleber oder ist das ein Lockstoff? Es ist eher was Klebriges, um ja quasi den Sprite an sich zu binden. Es ist ein. Gott, was ist denn das? Es sind Kotfetzen aus. Kotfetzen? Code, Code. Doch Code. Weißt, ich glaube, das sind ungefähr 5000 Mark Codefetzen und bei dir lacht sie. Ja. Furchtbar. Ich weiß. Keine Ahnung, woher das kam. Auf jeden Fall generiert sie diesen Sprite dann und bekommt höllische Migräneanfälle für die nächsten 2 Tage. Und der kann aber, wenn du ihn gerade nicht brauchst, kann der schon wieder chillen gehen, ne? Ja gut, er steht auf Abruf jetzt im Prinzip. Und er soll ja, genau. Der erste Dienst... Bloß, weil Kleber klang so wie, du bleibst jetzt hier, Freund. Nee, der ist jetzt an mich gebunden. Das ist das Registrieren. Das sind so wie die Spinnenfäden, diese Seidenfäden, die sie quasi von dem Smike bekommen hat, die sie da benutzt, um diesen Sprite quasi speziell an sich zu binden. Sie webt also quasi nicht nur diese Spinnenfäden ein, die sie bekommen hat, diese Seide, sondern auch noch eigene Haare von sich selbst, um quasi diese Bindung herzustellen zwischen den beiden, also zwischen Billy und dem Sprite. Smike-Fäden und... benutzen ein Edge zurück. Oh, dankeschön. Dann habe ich wieder ein Edge. Das hatte ich wieder vergessen. Nee, ich nicht. Ich finde das Ach, gut, danke wenn ich schön. Euch lose Geschenke mache und ihr die als Fluff benutzt, von daher ist das okay. Warte mal, ich schreibe das gerade auf. Easy. Also ein Vierer ist es, haben wir gesagt, genau. Mhm. Und benutzt ein Edge? Ja, nice, danke. Und ja, genau. Und dann schickt sie ihren liebsten Kabelsprite, den sie sich quasi gerade eingeplackt hat, schickt sie ihn zu dem Haus, um sich dort schon mal einzuschleichen. Dass wir das schon mal... Also, ne, dein Sprite. Jupp. Der ist ja jetzt quasi zu Hause. Ich wusste, dass der auf den ist. Alter, jetzt mal ohne Witz, was mir der Sprite schon geholt hat, das ist voll die geile Rotzesau, ey. Und dabei war es diesmal nicht einfach, wie du siehst. Ja. Das war. Ach, ich liebe den Sprite, der ist so gut. Prost, by the way. Prost. Ich bin mal gespannt, da was das ist. Ich muss nicht mehr Zähne putzen. Hä? Du weißt nicht, wie der Pfeffi schmeckt, Junge. Ach so, Pfeffi, scheiße. Das ist wie Zahnpasta. Besser. So. Ja, geil. Ihr dürft mir jetzt ruhig mal gratulieren, ihr zwei. Wir wissen davon noch gar nichts, aber gut gemacht. Billy hat jetzt Migräne, aber ganz heftige. Die wird jetzt... Pumpig. Nee, nicht pumpig. Die schläft quasi direkt weg. Die hat jetzt ihre Tage, die nächsten beiden. Es waren wenigstens nur 5 geistliche Spirit. Nur 5 geistliche, ich bitte dich. Also schon... das ist schon fies. Das tut schon weh. Ja, aber nur Geist besser, als dass es ein Dings ist, ey. Physisch, ja. Auf jeden Fall. Gut, was tun wir denn während der Zeit noch? Wir können, glaube ich, gar nicht so viel machen jetzt. Alles abklären halt, alles vorbereiten. Jojo wird sich nochmal mit dir treffen zum Backen. Oder wir treffen uns mit allen zum Backen. Sau gut. Denn das muss ja noch gemacht werden. Quasi, wenn Billy keine Migräne mehr hat, dann können wir uns mit allen zum Backen treffen. Ja, die müssen ja, sollen ja mehr oder weniger frisch sein. Das okay, heißt, bevor wir da hinfahren, das oder? Ja, ich hab diesen gottverdammten quasi... Skill und mach 0 Erfolge. Moment mal, Gott. ich hab zwei Würfel zu wenig. Ich esse die nicht. Die Kekscher. Ernsthaft? Ein Erfolg, Mann. Oh, ernsthaft? Oh, Junge. Ich glaube, ich hätte Schluss. Das kann ich nicht sagen. Aus Prinzip, sagst du. Du musst immer Erfolge oder Nicht-Erfolge ansagen, Junge. Er hat einen Erfolg, so. Jetzt ja, will danke. Er das edgen. Ja, ansonsten gibt er ja nie Edge aus. 5 Erfolge, Alter. So. Ja, kann ja wohl sein, Mann. Was sind die besten Muffins, die, oder Kekse, oder was Kekse, auch immer, oder Brownies. Je nachdem, was der Junge will. Also Jojo hat sich danach gerichtet, was der Junge am liebsten mochte. Dann mag er bestimmt Cookies. Dann sind das nämlich Space-Cookies jetzt. Ja, der Spieler, der umgefallen ist, vom Pfeffi trinken. Keine Ahnung.
Hat er geschrieben, dass der weg ist? Ja, AFK hat er gesagt. Wir müssen hier rumflupen. Also, deswegen kochen wir. Das ist gut. Mit 5er Folgen. Ach genau, siehst du, ich muss mir auch noch das THC-Antidot-Patch aufschreiben. Das schreibe ich auch noch hier mit. Das kostet doch, oder? Das kostet, ja. Das ist nicht günstig. 50 pro Stufe. Beim letzten Mal hat der Kaban für free den Antidote-Alkohol-Patch bekommen. Die 2 Stück, wo er gekauft hat. Das weißt du nicht, Flummi, weil du quasi nicht da warst. Dann werde ich mir den auch noch besorgen. Dann muss ich für den nichts dingsen. Vielleicht sind die günstiger, aber die normalen Antidote-Patches kosten halt 50 pro Stufe, deswegen. Ja, den schreiben wir aber eh flatt auf. Ja, nee, den schreibe ich gerade in die Gruppenkasse quasi rein. Juti. Sehr gut. Dann Bastard. So. Und dann ist der Bumsbully, Billy fährt dann in den Bumsbully auf Position. Also genau, den hatten wir ja auch neutral lackiert. Genau, den hatten wir neutral lackiert. Ja, den hat man umlackiert. Der wurde umlackiert. Und der ist jetzt auch sauber, nachdem es Billy einigermaßen besser ging, hat sie sich nämlich, wie gesagt, um diese Reinigung gekümmert von dem Bumsbully. Mhm. Komplett einmal reinrauben, wie bei Intel draus gemacht. Ja. Oh ja, wir müssen ja keine Spuren hinterlassen, weil wir den Hund ja etwas da haben müssen. Ja, das stimmt. Naja, wobei, den sollten wir ja jetzt abgeben, ne? Ja, trotzdem, aber im Moment oder so müssen wir den schon da drin haben. Vor allem, überleg mal, falls ihr verfolgt werdet oder so irgendwas und dann schnell. Was heißt ihr? Ne? Du kommst doch mit? Nee, ich bleib im Bumsbully. Ernsthaft? Ah ja, ihr geht da. Das ist euer Job, Alter. Du bleibst im Bumsbully? Im Bumsbully? Im Bumsbully, jawohl. Im Bumsbully? Im Bumsbully? Im Bumsbully? Also, sie sitzt im Bumsbully und. Im Bumsbully? Ne, das geht doch nicht. Wir Billys noch... Bumsbully. Ne, das Ding ist aber, dass wir doch spätestens, wenn wir den Köter in den scheiß Wagen packen, einen Störsender brauchen. Und der Kleine hält halt echt nicht lang. Achso. Der hält nur 30 Minuten. Und das ist halt so, weißt du? Ja, aber du kannst doch den Störsender ins Auto basteln. Du kannst doch dich jetzt mal eben hinsetzen und den Störsender ins Auto basteln, oder? Jetzt ja, mal natürlich kann ich den ins Auto basteln. Die Frage aber ist, ob man es darf. Und Nein, der ist nur, wenn der eingeschaltet wird. So, darum geht's erstmal. Der stört nicht permanent, sondern nur, wenn er eingeschaltet wird. Der sieht aus wie ein Comlink. Das ist ein verficktes Comlink. Aber ich meine jetzt, wie stark ist der denn? Also ich meine, wenn wir dadurch die gute Gegend fahren und einfach mal alle Signale stören und zu Hause sieht auch immer das Comlink aus. Der ist ganz, ganz schwach. Der ist nur ganz schwach. Der soll ja nur für diesen scheiß Chip halten. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das mit dem Auto... Wie lang ist die Autofahrt quasi zwischen Haus und Bumsbully? Wenn alles gut läuft. Spielleiter, bist du da? Ich bin da. Ja. Okay. Wie lange ist die Autofahrt zwischen... Ja, ich habe das schon gehört. 40 Kilometer, sagen wir mal. Musste erst noch ein bisschen aus dem Gebiet raus. Dann fährt man ja ein bisschen langsamer. Das könnte schon 50 Minuten, 55 Minuten sein. Vielleicht auch 56, aber ich will mich nicht ganz genau festlegen. Können wir den Störsender mit der Autobatterie quasi per so Adapter... Das Problem ist nicht, dass die Batterie nicht hält, sondern dass die Teile, die Jojo verbaut hat, einfach, weißt du, das ist improvisiert, so dass es keiner sieht, dafür ist es gut. Und sie hatte bei ihrer Probe nicht genug Erfolge, deswegen wird das nicht helfen. Okay. Ich habe mal eine Spielerfrage, also beziehungsweise Billy fragt Jojo, ob dieser Störsender nicht noch separat ins Auto gebaut werden kann von Boris temporär. Noch einen anderen, nicht jetzt genau denselben, den du sowieso schon vorbereitet hast, sondern halt einen zweiten, der quasi nur das Auto abschirmt. Und zwar so, dass man nicht quasi direkt feststellen kann, dass das ein Störsender ist. Gut. Und nebenbei, ich habe ein Edge ausgegeben, damit ich richtig kochen kann. Ich habe jetzt 5 Erfolge beim Cookie zu machen. Ist das dein scheiß Ernst? Ja. Da war er zu stolz. Nee, weißt du? Ich hab mit 8 Büffeln nur einen Erfolg gemacht, aber dann wären wir einfach zu blöd. Nee, wir haben die leckersten Cookies der Welt, darauf kommt's ja an. Ja, erstmal das und zweitens habe ich diesen gottverdammten Skill und ich will diese noch benutzen. Nee, ist ja, finde ich auch vernünftig. So, was wollte das jetzt noch? Achso, der Störsender. Ich hol mir gerade mal was aus, hab ich. Ja klar, wenn Flummi quasi den Störsender in Boris Auto temporär quasi unter die Batterie vom Auto. Das muss doch gehen, dass die Kleine das einbaut, oder? Es gab in SR4 Signature Masking für das Auto und das war genau das, bloß es war unendlich teuer. Es gab auch Störsender für Autos, die waren nicht so teuer. Was genau soll dieser Störsender machen? Der soll, glaube ich, nur den Köter abschirmen. Richtig.
Du meinst so einen Mini-Störsender unter den Sitz oder sowas, damit der irgendwie... Das Flumette, blöde. Mach mal, also mach mal Logik und Fahrzeugmechanik. Können wir bitte einen MacGyver-Sound haben dafür? Aber. Dankeschön. Ach, jetzt kann ich nicht würfeln, weil ich mich über den Sound freue. 2 Erfolge. Das ist doch, das ist genug. Kosten Tausender. Hey, den kannst du danach wieder ausbauen und auch wieder benutzen. Sag mal. Junge, das ist zu teuer. Also klar kannst du ihn ausbauen, weil du benutzt den, den du schon besitzt. Ja. Also ich lass 333 dafür springen. Na, ich hab den scheiß Störsender ja schon, aber wenn ich den da jetzt einbaue und wieder ausbaue, das ist echt übel. Hey, ey, es kostet aber für Einbau und Ausbau nur 1000. Ja, danke. Das ist zu teuer, besser als erwischt werden. Ja, aber es ist zu teuer. Also so, dann muss ich jetzt mitfahren. Na, es wäre doch sinnvoll. Na, Dude! Du bist ja ein Störsender, von daher ist ja alles gut. Also, weißt du... Bruder ist ein Störsender. Na, das Ding ist, warum willst du nicht mitfahren oder zur Not einfach im Auto sitzen bleiben, anstatt... Ja, ist doch okay. Ich bleib im Auto, ja. Ja. Hammergerät, ist geregelt. Ich bleib zur dabei. Not kannst du dann halt, wenn da irgendwie wirklich was mit der Hausmechanik ist oder sowas, vielleicht ganz spontan nochmal irgendwas reißen oder so, weißt du? Du, mit Mechanik habe ich nichts am Hut, das bist du. Nee, aber ich meine mit der Haus-Dingsbums-Sicherheit, Gedönse. Jojo, du müsstest doch sowieso hinfahren mit Bus, oder? Du hast uns ja Anführungsstriche abgeschüttelt, Anführungsstrichen. Na, ich kann auch einfach hinlaufen, weil wir vom Dings und so weiter, weißt du? Und dann habe ich halt ein paar Alkopops im Rucksack und so. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie noch Sachen... Oder Meister, wir wurden da nicht mehr separat kontrolliert, wenn wir da rumlatschen, oder? Nö. Bisher nicht, aber ihr wart ja bisher auch immer solide getarnt. Flaschenklimpern ist kein Grund, dich zu untersuchen. Das ist richtig. Aber man kann ja dann trotzdem, man hat ja dann noch einen Pulli im Dings und so weiter, deswegen klimpern die Flaschen auch nicht. Easy. Ja. Sagte ich ja. Gut. Dann ist das vielleicht am sinnvollsten, wenn wir das so machen. Ja, haben wir es dann, oder? Ich glaube auch. Jupp. Yeah! Ich liebe diesen Sound. Ich hoffe ja nur, dass eure scheiß Knarren nicht gefunden werden. Die werden gefunden, sie sind Kaban zugeordnet, das ist so ein Personenschützer, easy. Gut. Ihr fahrt also, um das nochmal für mich zu... ja. Hä? Zu rekapitulieren. Bumsbulli steht schon da oben, wohin soll, im Moor. Ihr fahrt mit dem Auto da hoch. Ein bisschen eher wird Jojo rausgelassen und latscht dann dahin. Ne? Und ihr wartet im Auto. Ja, ja, aber ich bemühe mich, dass mich niemand sieht, während ich rausgelassen werde. Auch kein Vogelschwarm. Ja, easy. Schaffst du. Die Frage, die ich mir noch stellte, ist das Auto versteckt in Sichtweite in der Nähe des Hauses oder nicht? Na, wir brauchen fünf Minuten oder so irgendwas, bis wir dort sind, oder? Würde ich das mal vorschlagen. Ich wollte schon sagen, das ist doch viel sinnvoller, wenn die ein bisschen später dahin fahren. Das ist doch sonst völlig bekloppt. Das wollte ich nur wissen. Für den Notfall, dass wir innerhalb von ein paar Sekunden quasi mit quietschenden Reifen dahin fahren können und alles niedermähen können, um sie da rausholen, aber... Nee, ihr müsst schon den Köter da rausholen, das kann ich nicht machen. Richtig. Ja, aber du musst an den Köter mindestens an dem Geist vorbeibringen. Das ist nicht das Problem. Also darüber, dass der Geist hat gesagt, solange ich keinem der Hausbewohner Angst mache, ist alles easy. Und der Köter wird keine Angst haben und der Junge wird auch keine Angst haben. Nee, gut. Von Haschisch bekommt man keine Paranoia. Also von Mariana. Oh Mann, du bist doch scheiße. Da habe ich aber nichts mit zu tun. Das kann der Geist nicht sagen, dass ich was damit zu tun habe. Natürlich hast du damit nichts zu tun. Die immer sagt, naja, hier, Geisterregeln, das sollte man viel besser machen, alles. Jetzt kommst du mir mit so einer Krümelkackerei. Fick dich, Junge. Was? Nee, das war einfach... Nee, du gehst rein. Er öffnet dir die Tür. Zaubere ja nicht. Das spielen wir jetzt, das müssen wir jetzt aber. Ne, was müssen wir ausspielen? Moment, ich durfte vorher kein einziges Gespräch mit dem Jungen ausführen, obwohl die eigentlich jetzt per Du sind. Durftest? Du wolltest auch immer nicht. Ich durfte auch nicht. Ganzen Abend im Club habt ihr gelabert. Echt mal, das muss jetzt reichen, komm. Oh, du sabberst ja gar nicht, Kleiner. Alter! Jetzt, nee, da musst du, nein, da musst du jetzt. Pass auf. Ich weiß, dass ich da jetzt durch muss. Kleiner Penner. Lumpiger Schänder. Genau und so.
Nee, also er öffnet Den die lumpiger Tür. Ständer. Der kann nicht lumpig sein, wenn er steht. Doch, kann er, glaub mir. Weiß ich nicht. Schlechte Erfahrung. Du ne? kennst Rolli besser als ich. Ich finde, das hätte nicht in diesem Cast gehört. Mach dir keine Sorgen, es hat nur der Zuhörer gehört. Puh. Es hat nur eine Person gehört, nur Alex. Mach dir keine Sorgen. Easy. Nein, also doch, er lässt dich herein. Er mustert dich kurz und meint dann, du willst jetzt hier, du willst ja keine Hausbesichtigung machen, oder? Sieht so aus, als würde ich Hausbesichtigung Also da machen oben sollen. ist mein Zimmer und da gehe ich jetzt hin. Kommst du mit? Also, Ich weiß, ich dachte, ich mache jetzt hier unten Picknick. Willst du was trinken oder so? Ja, später bestimmt. Jutti, okay, da drüben ist dann die Küche und da kannst du ja alles rausnehmen. Alles klar. Wenn du was runterschmeißt, dann muss ich das leider in Rechnung stellen. Und das ist alles Diamantglas, was trotzdem merkwürdigerweise kaputt gehen kann. It's magic. Genau, siehst du. Also so, er geht dann hoch in sein Zimmer. Jo, sie kommen mit. Er, also die Eltern sind jetzt schon ein paar Tage nicht da, ne? Aber sie haben schön aufgeräumt. So sieht dein Zimmer aus, wenn du so viele Tage alleine bist? Na, da war einfach so viel Kram, dass ich mir gedacht habe, der kann keiner treten. Und wenn du dann irgendwie auf irgendwelchen Resten ausgerutscht wärst, dann hätte, weißt du, ist auch Kacke. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann setz jetzt so schnell die Drohne hin und die hat den Rest sauber gemacht. So habe ich mir das vorgestellt. War das nur Angst? Ja. Alles klar. Kaban und Billy schauen sich den Live-Feed an. Natürlich. Popcorn? Habt ihr Und Popcorn essen mitgenommen? Pizza. Ne, wir essen Ja, Pizza. Wir sehr haben uns schön. Pizza geholt. Urbs-Pizza? Nee, wir haben uns Oh. dort aus dem Viertel was geholt. Alles klar. Zur Abwechslung. Auch in Ordnung. Wir wollen ja auch mal was Gutes haben. Also. Ey! Na, ich war gerade überlegen, ob ich das wirklich, das wirklich gesagt habe. Ja, doch. Und noch Knopf gedrückt. Du hast zwei Sachen auf einmal gemacht. Unglaublich. Ja. Okay. Nicht zu fassen. Er macht Mucke an. Jojo guckt sich im Zimmer um. Ja, jeder kann seine Kleidung sehen, wenn er will. Das heißt, er hat so ein Regal mit Vorhang quasi, der offen ist. Kreuze die Pinussen. Ja, danke. Der musste kommen. Kreuzverfluchte Preschbahn, solche Bockige. Ansonsten hatte er über dem Entschuldigung. Schreibtisch halt riesig AR-Tapete, um da irgendwelchen Shit machen zu lassen. Er hatte gerade einen Stream vom aktuellen Dings Cup von Epic Gunstars. Und ansonsten so ein bisschen Krimskrams, irgendwie Hundespielzeug, Hundeleckerlis. Was hat man noch so? Er hat Ein Bier bekommen. Hundekörbchen. Er hat Bier bekommen und das ist sogar kein, wie heißt Alkopop. Nein! Es ist die Jute, oh Gott, wie hast du das genannt? Moldauwasser oder was war's das? Pisswasser. Ich hab das schon wieder vergessen. Ah, nee, das war was anderes. Da war irgendein Fluss. Ist egal. Donau? Donauwasser war es, glaube ich. Irrelevant. Auf jeden Fall, das war das Bier, was B zuerst getrunken hatte, als sie kein Geld mehr hatte. Durst deswegen. Das wollte ich. Egal. Und dann hat er da, der hat er Biergläser hingestellt, was natürlich unglaublich mit Untersetzern, auch deswegen, Gläser. weil er einen Glastisch hat, auf dem kein Kratzer zu finden ist. Keiner. Jojo guckt sich um. Also, Bin ich jetzt. wie du das Sorry. geschafft hast, sein Zimmer in diesem Zustand zu belassen, ist mir immer noch ein Rätsel. Naja, entweder das oder Anschiss. Ich habe mich dafür entschieden. Okay. Und da ich Hätte ich auch mal sowieso machen sollen. viel auf diesem Stuhl sitze und eigentlich halt nur da irgendwie spiele oder so, dann Tisch braucht ja zum Beispiel keiner. Du hast recht, aber deswegen Biergläser braucht auch keiner übrigens. Achso, Flaschenkind, okay. Ja, Flaschenkind. Er stellt die Gläser weg. Das Trauma meiner Jugend, aber wer hat das nicht? Ich? So, also echt nicht, nein. Ich weiß auch nicht, was es da für ein Trauma gibt, aber ist. Nee! Weißt du, Fängt ist er ja an auch zu okay. zucken. Jojo lacht. Ich kann da auch wirklich jedem sein Trauma lassen. Wenn das bei euch so ist, dann ja. Hast du eigentlich auch Angst vor Feuer?
Nee, vor Feuer habe ich keine Angst. Naja, das war die einzige Form der Wärme, die meiner Jugend zukam. Ach so. Das ist schon traurig. Ja, nicht wahr? Habt ihr dann immer irgendwelche Aztec-Leute verbrannt, oder was? Aztec-Waren, Aztec-Leute. Ach so. Okay. Je nachdem, was man gerade so in die Hände kriegte. Ja, wir haben auch manchmal ein Grillfest, ne? Kenn Ja, ich. eben. Siehste? Unsere Möbel haben wir auch aus den ausgebrannten Knochen der Aztec-Leute gebaut. Stimmt, ja, so ein Knochenthron. Ja. Mit oder ohne Drachenschuppen dann noch drumrum? Nee, nee, ohne. Also das ist, was dem Meister gehört, bleibt beim Meister. Aber wenn er so ablegt oder so, nicht, Dann naja, wird das häuten sich Drachen? garantiert nicht verbaut, sondern behuldigt. Häuten sich Drachen? Häuten sich Drachen? Keine Ahnung, weiß man nicht, oder? Weißt du nicht. Wenn ja, nicht in der Öffentlichkeit. Ah, na klar, nackig rumlaufen ist natürlich für so einen Drachen auch einfach unanständig. Siehste? Siehste? Das geht einfach nicht. Okay. Also soll ich irgendwas anderes muckelmäßig anmachen? Brandon Task. Er hat zurzeit keinen Brandon Task. Warte, ich habe eine Musikliste. Ich finde, Oh, die könnte ich noch mal kurz jetzt wird's ganz bemühen. schlimm, oder? Sie. Öffne dich, magische Musikliste. Kuschelrock. Nein. Ausgabe 5.081. Es ist doch wirklich so an. Bis dahin, bis 2081, ey, da gibt's doch keine Ahnung, wie viele Kuschelrock-Ausgaben von Seda Krupp. Er hat an, oh, das ist das, oh, wunderschön, das ist Poetic Pop mit der Band, also Drackenschwamm, mit der Band Lovewear Forever und dann so ein Oh. kleiner Drei, weißt Der denkt, er geht was heute Nacht, Alter. du? Der hat sich voll auf dich eingestimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das sind Also halt ich schon. Chart-Songs, ne? Was? Das sind Chart-Songs. Naja. Jojo, mein Nö, lass mal laufen. Beschwer mich schon, wenn mir das nicht passt. Gut, dann kann ich sagen, das ist aber hier, ich bin hier zu Hause und du nicht, dann lasse ich das so. Genau. Können wir uns drauf einigen, ne? Finde ich gut. Ja, noch hast du Hausrecht. Was soll das denn heißen? Und wenn deine Eltern wiederkommen, nicht mehr. Ach so, ja, das ist richtig. Aber dann bist du ja auch nicht mehr da. Oder ihr fahrt dabei zurück, hast du gesagt. Ja, mal gucken. Irgendwie verschieben die das immer weiter nach hinten und nach hinten und nach hinten. Damit du mehr lernst. Ja, genau, damit ich mehr lerne. Okay. Er öffnete das Bier. Sie nimmt auch eine Flasche. Stößt dann auch mit ihm an. Naja, dann auf meinen Lernfortschritt, hä? Er trinkt. Ja, Lernfortschritt, weil Alkohol tötet ja nur die schwachen Zellen. Und dann bist du quasi nach jedem Schluck noch besser. Ja, das versuche ich auch immer ähnlich zu erklären, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund kommt da einfach nicht das Verständnis für auf. Ich kann mir das echt nicht erklären. Na, weil die halt das alle noch nicht ausprobiert haben. Ja, doch schon, aber ne? Die verstehen es einfach nicht. Verrückt. Ja. Eigentlich ist doch die Kunst dabei, quasi sich die Waage zu halten, weißt du? Also ich meine, man kann ja dann mal, dieses, ne? Man hat dann ja mal ein bisschen Spaß so und so. Und dann kriegt man halt den anderen Kram noch hin. Und das ist ja eigentlich viel besser, als wenn man nur die ganze Zeit den anderen Scheiß macht und irgendwie es nicht, weißt du, nur eine Sache machen, das kann ja jeder. Aber beides gleichzeitig machen, das ist die Kunst. Du sprichst in Zungen. Was? Nein, Moment, versuch es. Nein, nicht versuchen zu erklären. Wir trinken noch. Nein. Das ist schon Du meinst, okay es so. gibt Gespräche, für die Nee, ist ein richtig. Du hast Bier recht, ich sehe das ein. definitiv zu wenig ist, ja? Oder vielleicht ist auch ein Schluck schon definitiv zu viel. Ich bin mir noch nicht sicher, was das hier genau ist. Hat Flummi schon an den Keksen genascht? Nein. Nee, die hat sie mir nicht ausgepackt. Selbst wenn, sie hat hier ein Patch. Richtig. So. Der Wo waren Hund wir stehen kommt geblieben? und legt sich erstmal auf den Boden und wird gekrault. Natürlich. Keine Ahnung. Na, keine Ahnung. Es fällt dir nicht wieder ein, weil dann versuchst du wieder irgendwas zu erklären und da kommt, glaube ich, nichts raus, was ich verstehen kann. Ja, aber das überlegen wir jetzt mal, woran das liegt. An mir nicht.
Was soll das denn heißen? Nix. Wir sind Hauptstadt. Ich bin Hauptstadt, Was bist du eigentlich? Hauptstadt-Ghetto. Na, da bist du ja tatsächlich falsch. Wenn du das willst, dann musst du runter nach Donskoi. Nach Donskoi? War das nicht das, wo wir waren? Nein. Okay. Noch weiter runter? Deutlich weiter runter. Okay. So, ganz warum, was ist da, was du da machst? Ja, das Ghetto. Echt? Ja. Richtig? Na, schon. Ghetto halt. Keine Ahnung, warst du da mal? Ja, na klar war ich da mal. Na, erzähl mir mehr. Na, das ist... Hä? Was willst du denn erzählen? Das ist halt ein Ghetto. Ja, warum warst du da? Ach so. Das war so ein Lehrerausflug, weil da irgend so ein Shit steht. Und dann musste man sich offensichtlich angucken. Das war ganz schön spannend. Man hatte auch, das ist so ein Aussichtsturm letztlich. Und also letztlich ist es nicht mal ein richtiger Turm, es ist eigentlich ein Kackzeppelin. Aber von da oben, da siehst du ja dann das Ghetto. Wo ich direkt war, da ist natürlich nicht ganz so Ghetto, weil darf man ja nicht. Wird man ja, weißt du, erschossen. Du meinst, da wird man instant erschossen und drogenabhängig gleichzeitig? Ja. Weil an der Kugel klebt einfach so viel Pep, dass du halt dann, ne? Dass du instant, also selbst wenn du nicht von der Kugel abkratzt, dann spätestens vom Stoff. Ja, genau. Bist noch 3 Tage wach und dann bist du tot. Aber das sind die schönsten 3 Tage deines Lebens. Mit so einer Kugel im Bauch. Ja, finde ich auch immer super. Mag ich. Naja, du kriegst ja Schmerzmittel. Siehst du, das wirkt dann direkt alles zusammen und dann hast du, lebst in deiner eigenen Welt. Ich habe das Gefühl, mit Blackjack es kommt vor, und dass du Unsinn erzählst. Das passiert sogar sehr oft. Das stimmt. Das merke ich. Aber ich halte das bisher nicht für etwas Schlimmes. Denn nee, eigentlich habe zumindest ich meistens sehr viel Spaß an meinem Unsinn. Ja, ich rede zu viel. Verzeihung. Weiber. mit dem Unsinn reden. Ja. Du meinst also, ich kann dich besser verstehen, wenn ich nasche. Was du mir versucht hast, umständlichst im Chat zu erklären, sodass ich das verstehe und du nicht genau spezifisch. Ach so, stimmt, warte. Ja, Gastgeschenk, hallo. Ja, hallo. Ja, natürlich. Verzeihung. Ja, nee, sie holt eine kleine, das kannst du nicht verzeihen, du bist so unnachgiebig. Ja. So unnachgiebig. Das ist das zwar ist nicht echt das richtige Wort, aber das bin ich auch. Okay. Fordernd. Auch das. Ach, ein schlechter Mensch. So, warte, lass mich suchen. Die kramt in ihrem Rucksack. Und fördert dann die Dose zutage, in der sich Kabans, was waren's jetzt? Brownies, Kekse oder Muffins? Was war da am, was war da gewünscht? Er hatte 4 Erfolge, es ist alles. Ich bitte dich, ich hätte 5. Also? Sie hält ihm die Dose hin und öffnet sie. Such dir was aus. Ist alles das gleiche so. Na klar. Achso, okay. Wie funktioniert das so jetzt nochmal genau? Also ich esse das, ich weiß. Und dann? Du, pass auf, du nimmst es in den Mund. Du kaust es und du schluckst wissen, es runter. Ich will wissen, wie das dann weitergeht. Damit ich mich schon mal drauf einstellen kann. Na, das wird ein bisschen dauern. Ja. Also kannst du dich schon mal drauf einrichten. Das kann so bis zu 2 Stunden dauern. Je nachdem, wie viel du schon gegessen hast. Hä? Na, vorher essen? Bist du bescheuert? Wenn niemand da ist, wer kocht denn dann? Die Drohne. Ja, aber die kocht scheiße. Ah, der Pizzadienst. Ich habe gefrühstückt. Das schon mal hier. Her. Weiß ich nicht. Habt ihr das heißt, keinen Pizzadienst jetzt... hier? Das macht man nicht. Du meinst also, ich habe jetzt schneller was davon, ne? Ja, doch vielleicht erstmal nach einer dagegen. Stunde. Na gut, okay, also. So, genau. Nach einer Stunde. So, und dann? Wie waren das, OT? Ernsthaft? Du fragst jetzt gerade wirklich, wie Graz gibt? Du hast einfach mal nicht dich vorher informiert. Ich finde das Nein. nicht in Ordnung. Ich habe mich ausnahmsweise mal nicht deep und dicht informiert. Weißt du, du guckst Geistesstörungen aller Art für deine Charaktere nach stundenlang, Na, hast eine Ordnung mit Kleidungsstücken und das hast du nicht. Also. Na, das habe ich auch schon mehrfach nachgeguckt, aber ich vergesse es immer wieder. Und immer, wenn ich dann irgendwas sage, was ich irgendwo mal nachgeguckt habe, heißt es von euch, nein, das ist ganz anders. Okay, dann düss bitte. Nein, das ist ganz anders.
Wie, das ist, guck dir doch, weißt du, wenn du Dings gesehen hast, guck dir mal Grasgeflüster an. Da ist ziemlich gut dargestellt. Also Ich derjenige, kenne der das Grasgeflüster, sieht. Wir gucken jetzt einen ich Film. kenne auch Lambok und alles Mögliche, aber Okay, das ist. Grasgeflüster bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Wenn der tatsächlich noch nie irgendwas konsumiert hat in die Richtung, dann wird es ihm ungefähr so geben, dass er quasi anfängt, ein Lachflash zu kriegen, wenn das Gras relativ gut ist. Wenn er ein Lachflash hat und alles total komisch findet, dann geht es ihm gut. Dann kriegt er ein Fressflash und möchte mehr Kekse. Dann musst du ihn aber davon abhalten, ansonsten OD'et der dir ein Das wird wenig sie und nicht sagen. Ah, okay, dann schläft er dir nämlich weg. Ja, das soll er Oder ja. erstmal kommt der Würgereflex und vielleicht ein bisschen kotzen, je nachdem, wie stark das Gras ist. Wenn das Gras, ich weiß nicht, was für eine Stärke von Gras du dir geholt hast da, aber wenn das Na, gutes Jojo wird Gras es ist. so machen, dass sie ihn schon irgendwie so ein bisschen außer Gefecht setzt. Ja, dann kotzt er erstmal. Das brauchst du ihm aber nicht sagen, natürlich. Nee, das sagt sie nicht. Ja, dann wird er jetzt einen Lachflash kriegen und sich total mollig wohlfühlen und umgänglich werden. Sagen wir es doch einfach so. Ja, Jojo erzählt ein bisschen. Die angenehmen Seiten. Juti, währenddessen verspeist er. Zu Und, viel. na, der würde mehr als ein so ein Ding essen, der hat ja keine Ahnung. Na, Jojo, Oh das Ding ist, wenn er sofort so viel isst, ist das wahrscheinlich auch scheiße. Das ist, glaube ich, besser, wenn er nochmal oh. nachlegt, Dann oder? haut's halt einfach direkt um, also. Naja, so direkt umhauen, das braucht schon, bis es aufgenommen Nein, wird ich von der meine. Membran, also vom Körper. Nein, ich meine, wenn er Fressflash bekommen hätte und dann sich mehr reingeschaufelt hätte, dann das passiert jetzt halt eher, wenn er mehr auf einmal isst. Das meine ich. So, meinst du? So, für unseren Plan ist es besser, wenn er jetzt mehr isst oder später mehr? Nee, lass ihn mal ruhig mehr essen. Gut. Dann haut er sich drei solcher Geräte rein, würde ich sagen. Ich meine, der Junge hat Hunger. Jojo Und die nimmt schmecken ja eins auch gut. erstmal. Dank Kabern schmeckt die auch gut. Die sind so lecker. Was hatten die dafür? Hat die so ein Cancer-Gras, also sprich, was für Krebspatienten gegeben wird, oder? Na, so gut wird's nicht sein. Wie gut? Ja, schon in Ordnung. Der wird auch was von haben, sage ich mal, aber es ist jetzt nicht der beste Shit. Es ist auch eins, wo er vermutlich ein bisschen mehr in den Sessel noch geschoben wird, weil es nicht hundertprozentig geil ist. Weißt Also du, haschig-like. eins, was dich nicht so sehr aufputscht und gesprächig macht und was weiß icke, sondern was sich auch ein bisschen. Ne? Mellow. Ein Mellow-Weed. Genau. Fliegen. Eben nicht. Ja doch, Sie. dann schon. Wenn es Mellow ist, dann wird er fliegen Er muss wollen. aber erstmal für aufstehen können, weißt du? Ja, aber er wird's wollen. Ja, das ist richtig. Ne? Juti, währenddessen bei Sibylle und Kaban. Was, wir machen Sex im Auto. Wir Ich machen schneide. Sex. Im Auto. Ah, das habe ich nicht mal gehört seit, weiß ich nicht. Sehr schön. Ihr seht erneut, ja, ich möchte es Du musst nochmal aufhören mit sagen. Rollenspiel und dir mal wieder eine Freundin holen, dann hörst du das öfter. Also das ist, also, naja. Ihr seht auf jeden Jutti. Fall erneut Nail Machaviov und Angelika Bogdanov, Ach, die beiden Spastige. Oh, Ne, nee. die können sich einfach nicht benehmen. Ich sag das nur nochmal. Das sind Geheimagenten. Hör auf jetzt. Ich habe mir für dich diesen Namen aufschreiben müssen. Das, jetzt Ach so, habe ich jetzt. ihn wenigstens nochmal, weißt du, eingesetzt. Gut, wer waren die beiden? Das war ein Pärchen, was die ganze Zeit am Rumknuddeln war und total auffällig eigentlich die ganze Zeit in unserem Blickfeld war. Nervig Normal, wie die nicht immer. Sau. Als Jojo mit dem Hund noch ab und zu mal draußen war, da waren die nicht immer da. Ja, die waren mit uns im Spa, aber vor kurzem auch Die wieder. waren mit euch im Spa und die waren auch da, als Karban, glaube ich, reingefallen ist. Und die waren noch irgendwann mal da, ja. Und was da noch anzumerken ist, das ist jetzt wichtig, also schön mitschreiben, ne? Der Saugton ihrer Knutscherei. Sie schaffen es, ihn über die Zeit lauter werden zu lassen. Also über die Zeit, wo ihr sie jetzt immer mal gesehen habt. Wo Das sind die wird denn? immer Wo schlimmer. knutschen die denn? Ja, die sind dann hier von einem Auto und bleiben da mal stehen. Und Ne, wir haben sowieso die Scheiben angehaucht die ganze Zeit, sodass die beschlagen sind. Weil ihr Frau habt Rottenmeier. selbstverständlich immer Scheiben, die abgedunkelt sind von außen. Ja, aber die sind auch beschlagen, weil Ihr macht ja Sex. wir machen ja Sex, genau. Kaban fängt an, wenn die Nein. in der Nähe sind, hin und her zu winken. Damit das Auto ein bisschen in Schwingung gerät. Yes! Und Billy macht Ich finde, einer sollte noch die Hand an diese beschlagene Scheibe legen.
Wie Das bei Gesicht, nee, du musst das Titanic. Gesicht, die rechte Seite so gegen die Scheibe pressen. Rhythmisch gegen die Scheibe pressen. Dong, Rücken, der dong, untere dong. Rücken, wo man drauf sitzt. Ja, die Popetze geht ja nicht. Was? Warum denn nicht? Ja, weil, ach so, dann gibt's vielleicht einen Blowjob gerade. Ja, das würde dann vielleicht funktionieren. Also, okay, das Auto schwankt aber leicht. Was, wie leicht? Was bist du denn für einer? Ja, das ist eine große Limousine. Das wird schwierig, das Ding komplett in Schwingung zu bringen, du oder? Du bist ein schwerer Ork mit Kompositknochen. Das läuft. Jupp, jupp, jupp. Das Ding kommt gut, das kommt vernünftig in Schwingung, das Ding. Schawing. Ah, oh, der Film war so gut. Ja. Gott, wie hieß der nochmal? Meinst du den im Biodrom oder meinst du den Steinzeit Junior? Ich meine keinen von den beiden. Welchen ich meine Schwing, Schwing. Die beiden Dudes mit dem Austin Power Schauspieler, was der davor gemacht hat. Na, egal. Ach, du meinst Wayne's World. Yes! Genau. Schwing. Ja, ich meine was anderes, aber okay, das geht auch, ja. Ah, schön. Ist auch super, das flogen jetzt ab. Da war auch eine Fuchs-Idee dabei. Über die Außenkameras sehen wir denn, dass das Pärchen dann weitergeht, nachdem die feststellen, dass da ein anderes Pärchen gerade beschäftigt in dieser dunklen Ecke? Die sind auch so schon weitergegangen. Die haben kurz mal angehalten, weil sie ihre tiefen, innerlichen, zuneigungsartigen Bedürfnisse befriedigen mussten, gingen dann weiter, haben bemerkt, dass das Auto wackelt, haben sich das kurz angesehen, haben gekichert und gegluckst und gingen dann weiter. Perfekt. Auf gut deutscher Spieler, der wollte nur einen feuchten Übergang bringen zwischen ihm und Flummi und uns. Du weißt überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wollte, dass es hier dicht und deep ist. Genau. Und ich wollte, dass ich mir nicht umsonst diese scheiß Namen aufgeschrieben habe. Das war mir das Wichtigste. Ja, Kaba macht noch eine ganze Weile so weiter, weil er hat ja schließlich was, also einen Ruf zu verlieren, ne? Das Auto muss die ganze Zeit lang wackeln. Boah, Alter, du hast voll die Persönlichkeitsprobleme, mein Freund. Also, Dude, ne, wäre das nicht blöd, wenn das mit Kavans Ruf einhergeht? Also, du weißt schon, egal. Sie ist wieder da. Du musst nur Zeit überbrücken. So, hier, nee, etwas Zeit vergeht. Kaban wackelt noch immer. Billy ist gelangweilt und so Schweißperlen auf der Stirn. Feilt die Fingernägel. Schreibt eine Einkaufsliste. Easy. Und bei ihm geht's dann gut los, sage ich mal. Also der hat schon auch kurz was zu lachen und zu erzählen, aber dann nimmt es halt zu. Rapide. Und dann schiebt's ihn halt schon ganz schön krass rein. Das ist dann auch so, weißt du, da ist da mal Musikwechsel. Und so 2 Sekunden, 3 Sekunden später schiebt sich dann sein Kopf in Richtung, ne, dass er das mal lauter oder leiser macht. Und so ungefähr ist er jetzt drauf. Knutschen, Welt ist knutschen. Einfach ein bisschen sehr schnell für ihn. Knutschen, warum sollte sie? Keine Ahnung. Alles klar? Das ist schon ganz schön viel. Ja, es wird später wieder besser. Ah, ich mach mal andere Mucke rein, ne? Ah, Mucke ist schon krass. Jojo macht mal eine Mucke rein, damit er keine Paranoia kriegt. Sondern einfach nur so ein bisschen gechillter. Sowas wie Sabaton meinst du? Nee. Achso. Läuft. Okay, du machst Reggae. So, dass er Spaß hat. Ja, easy. Du findest irgendwas in seiner Musiksammlung, was entspannt ist. Also der bewegt sich jetzt auch nicht viel, der sagt jetzt auch nicht viel, der sieht auch nicht aus, als müsste er sofort kotzen. Ja, ich habe nur den Mund gerade voll. Er ist auch ganz schön bleich. Also echt. Selbst wenn du jetzt deinen eigentlichen Traum erfüllen wolltest und aufbegehrest, um mit ihm zu schlafen oder mit ihm Sex zu machen, das würde dir vermutlich jetzt einfach mit ihm nicht mehr gelingen. Es ist wirklich, du hast es übertrieben. Wart, Komaständer. Okay. Komaständer geht immer. Muss Horrible Bosses Ach, nee, gucken, dann weißt nee, du, stimmt, was ein Komaständer stimmt, ist. Du hast ja auch die Penispumpe dabei und kannst ja auch das retten. Austin Powers Penispumpe. Genau die. Genau sein Ding, hm?
So, Oh yeah, Baby. was? Nee, sie Yeah, guckt halt Baby. schon, dass sie ihm da irgendwie noch einen Eimer hinstellt oder sowas halt. Auf die Seite drehen, nicht, dass er sich selbst vollkotzt. Ja, so ungefähr. Du findest keinen Eimer. What? Was ein Haushalt. Ja, Ja, dann musst du es halt auf gibt so den Jojo, unter den Wiesen hol den irgendwo. Hund da raus und beeil dich, weil Mach wenn ich der so jetzt? seine Vitalwerte so in den Keller gehen, dann ist schlecht. Mach ich jetzt? Du findest den Hund noch immer im Zimmer vor. Ja. Sie Hat der Hund bewegt ihn. jetzt auch Cookies gekriegt? Noch nicht, Noch nee. nicht. Fragt Billys. Ja, okay. Na, sie bewegt den Hund mal mit einem Leckerchen dazu, irgendwie. So, habe ich irgendwas vergessen, Leute? Kommt halt noch übers DNI. Den Hund rauszubringen. Wir fahren übrigens gerade los. Okay. Wir kommen, ja. Billy löscht die ganzen Kameras, also gibt dem Sprite den Auftrag, sämtliche Kamerafeeds von Jojo zu löschen. Bringt das jetzt eigentlich was, wenn der Junge mal einen Kaffee kriegt, damit er so ein bisschen, Oh, ne? Nee, ich meine nur, damit er jetzt dann wird nicht sein irgendwie. Blutdruck einfach ausrasten. Stell ihm Wasser Okay. hin. Dann stellt sie ihm jetzt. Sie bringt ihn jetzt noch dazu, irgendwie ein Glas Wasser zu trinken. Der wird schon merken, ob er das trinken kann oder nicht. Okay. Billy, erinnert dich noch daran, dass du eventuell versuchen solltest, keine Fingerabdrücke am Tatort zu hinterlassen. Ja, Jojo guckt jetzt mal, dass sie so ein bisschen, ne? Dein So viel. Sprite löscht fleißig. So viel hat sie ja jetzt auch noch nicht angepackt. Naja. Ja, so ein bisschen, aber das Ist ein ist halt auch. Glastisch und so, ne? Ja, da kann sie auch mal. Ups, was verkippt, Scheiße, wegwischen. Easy. Der Junge, du kannst da auch. Der ist raus. Weißt du, der guckt noch so ab und zu manchmal zu dir oder an die Stelle, wo du noch vor 2 Sekunden warst und dann versucht er so ein bisschen zu lächeln, um zu zeigen, nee, das ist schon alles gut, das ist easy, aber innerlich ist der richtig beschäftigt, weil er offenbar nicht weiß, was er jetzt, wie er da noch die nächsten Minuten überleben soll, ist ihm noch nicht ganz klar, glaube ich. Naja, komm. So sieht es für Flummi aus. Ja, es ist schon anstrengend, meine ich. Na, Jojo kennt dieses Stadium vermutlich schon. Ja, also wenn er irgendwie aussieht, als würde er damit nicht zurechtkommen, erklärt sie ihm noch kurz, dass alles easy ist und dass das bald wieder weggeht. Nimm ihn Aber. doch einfach mal kurz, dass er sich hinlegt, so richtig auf die Seite rollt, die Augen ein bisschen zumacht, relaxed the music, damit er sich entspannt, Ja, damit so er anfängt zu ungefähr. Sie legt sie, schlafen, da einfach legt sie ihn nur. aufs Bett. Ja, Sie easy. hilft ihm hoch, legt ihn Bring aufs den Bett, Hund stellt ihm das raus. Wasser daneben, mache ich jetzt. Stellt ihm was lassen. Entschuldigung. Ich habe noch kein nichts davon, wenn er jetzt ausrastet. Weißt Er du? bedankt sich artig, jedenfalls glaubst du, dass das aus seinem Mund kommt. Ja, und dann guckt sie Wiff? mal, dass sie. Was? Wiff? Ja, genau. Sie guckt halt, dass sie den Hund irgendwie. Meint dann halt, ich geh mal raus. Irgendwie. Also ich geh mal runter, mir was zu trinken holen, sagt sie. Er nickt und zeigt dir so einen Daumen. Und dann. Folgt der Hund ihr automatisch oder muss sie da noch mal kurz? Nö, der würde bei Herrchen bleiben. Was will er mit dir? Na, dann meint sie halt noch zu dem Hund, na, wie hieß er eigentlich nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Ja. Muss ich das Das jetzt ist Lochschändlich. Der nachschauen? hieß. Du weißt es auch nicht mehr, sehr Colin. gut. Ich hab's mir aber aufgeschrieben. Ja, ich weiß auch, wo es steht, aber ich habe jetzt keine Lust nachzugucken. Easy, warte. Was, Lassie? Da ist eine Frau bei dem Jungen auf dem Zimmer und die heißt Jojo und lebt in Novosibirsk. Rocco. Rocco, genau, Roccos modernes Leben. Leben. Ich liebe Roccos modernes Leben. Hilfe, meine Nase blutet. Also Rocco ist es. Na, Jojo steht da. Sie hat auch irgendwie jetzt, wenn der Junge mal noch nicht hingeguckt hat, hat sie sich auch so ein Hundeleckerchen. Wobei Labradore sind doch verfressen wie Sau. Du kannst sie doch mit allem, was irgendwie geht, rauslocken. Das weiß doch Jojo nicht. Beim letzten Mal hat man noch eine Riesendiskussion Nee, hat sie auch, darüber. weiß sie auch nicht, aber sie versucht es mit dem Hundecookie, den sie gebacken hat. Klappt nicht. Echt nicht? Nein. Oh, Köter, was mach ich denn jetzt mit dir? Schreit nach dem Selbstbeherrschungs richtig Bockzauber. Ja, bestimmt, da wird der Geist auf jeden Fall nicht ausrasten. Nö. Easy. Naja, vielleicht kann sie den Hund irgendwie noch so ein bisschen motivieren. Von wegen, na, komm, spielen gehen. Bis sie Herrchen wieder besser So geht. wie du das gesagt hast, klang das so motivierend. Ich hätte als Hund auf jeden Fall richtig Bock. Alter! Mh, Sau hol gut. mal die Leine von dem Hund. Ja, vielleicht. Ja, stimmt. Gute Idee. In dem Film Und ruf funktioniert das immer. Gassi.
Gassi! Die Hunde sind oft darauf dressiert, mit nur einer einzigen Leine bzw. mit einer farbigen Leine zu laufen. Das Können Gelände zu Hunde verlassen. Farben sehen? Ich wollte gerade sagen, sind Hunde nicht farbenblind? Aber wenn die das hören, dann denken die immer, oh, es geht raus spazieren. Das mögen doch alle Hunde. Sag Jojo geht Gassi. mal runter und nimmt mal die Leine quasi von Dings. An der Leine ist ein Draht. Hä? Das macht nichts. Boom! Du holst die Leine. Okay. Kommt der Hund jetzt? Ja, Hände Der ist kommt da. auf jeden Fall dir entgegengesprungen und dich umspringend, wenn du dich hört. Okay, dann gibt sie ihm jetzt den Cookie. Frisst er den jetzt? Jetzt frisst er den. Sehr schön. Dann macht sie ihn jetzt Schmatz, an die Schmatz, Leine. Schmatz. Ist da ein RFID dran? Kann ich das mit meinem Comlink feststellen? Natürlich ist in der Leine, an allem ist ein RFID, auch an der Leine. Naja, es ist jetzt auch egal, der Hund ist ja auch gechippt. So, dann kommt von Julia, na, wie lange braucht ihr noch? Wir sind gleich da. Wir sind ja gerade eben schon losgefahren. Ihr So. parkt gerade noch und ihr seht aber jetzt echt dieses Pärchen und das steht da echt in der Nähe. Und die sind gar nicht ganz so verknuddelt wie sonst, sondern die gucken auf euch und das Haus. Ich wusste, dass mit einem scheiß Pärchen irgendwas nicht stimmt. Natürlich von Ey, Anfang an. das war. Ja. Dreckige Wichser. Deswegen habe ich ja gesagt, es sind Agenten. Wenn er die Klar nochmal sind bringt, das. musste das auch Ja. sein. Kaban schießt ihn ins Gesicht. Scharfe Munition jetzt. Was? Nein. Wieso denn nicht? Die sind nicht gepanzert, Kaban, deine Chance. Deine Chance, Alter. Voll weg mit dem Einfach MG. überfahren. Auf Ups. geh mit den Armklingen dran, ey. Die habe ich ja nicht dabei. Ach Mensch. Wieso denn bloß? Überfahren. Nein? Ihr Ah, seid Auto gerade im kaputt? Parkvorgang, das könnte schwierig werden. Ihr seid jetzt nicht die krassen Mega-Überfahrer-Fahrer. Kaban, geh raus und schick die weg. Mach das irgendwie, dass die weggehen oder lauf mit denen fort oder mach was, dass die weggehen. Ich fahr dann mit Jojo und dem Hund eine Runde und hole dich irgendwo ab. Wie soll ich das denn Schaff mal machen? was. Keine Ahnung, schaff was für dein Geld. Was? Ja, aber richtig gehört. Leiste mal was, nimm mal einen fürs Team. Leiste mal was. Bock auf einen Dreier oder irgendwas. Ach du bist ja brüde, Moment. Süße. Komm mal Redet runter. er mit mir? Ja. Die Frau tippt was in ihrem Comlink rum. Ich störe den Comlink. Und mach mal bitte Electronic Warfare und Logic. Der stürzt den Data Spike ich direkt. Den Data Spike? Du weißt, dass es eine Alter. Angriffshandlung ist und Das ist so. eine Angriffshandlung und so, weißt du. Was willst du? Electronic Warfare und Logic. Oh, das ist Ja, du VR. kannst ihn auch Billy Data geht spiken, kurz. ich wollte dir das nur ansagen. Billy geht kurz VR. Easy. Das sind mal vier Erfolge von mir, mein Liebster. Und von dir null Erfolge. Comlink, also Schnitt mal. ich weiß, Comlink, na, die Geht versucht nicht, was ne? zu tippen, aber die zeigt das dann ihren Kollegen und dann finden die das beide nicht so gut. Sowas. Sie ziehen sich beide einige Meter weiter zurück, sodass sie in die Deckung eines großen Baumes sich bewegen könnten, haben euch aber unter das Haus fixiert immer noch. Kaban, das ist deine Chance, jetzt mal ohne Witz. Die Jojo einfach bleibt weg. noch drin. Wenn wir die Was? wegknallen? Nicht Kann wegknallen, man nicht schlag's um. irgendwie kurzzeitig, Billy, geht's irgendwie, dass du Was? irgendeinem Auto kurz befiehlst, da in die Sichtweite oder irgendwas zu fahren, Richtig, weißt das finde du? ich auch besser. Dort Geht ist das? erstmal nichts. Das ist ja ein bisschen abgelegen, das Haus. Shit. Okay, ich scanne die mal beide durch einen Data Search auf, also ein Perception. Wenn du die störst, kannst du nichts anderes in der Matrix machen. Ich meine, ich habe ja erstmal nur den Comlink jetzt gefickt. Ja, dann hörst du auf, sie zu stören, wenn du jetzt was anderes machst in der Matrix, das meine ich. Gut. Kann ich mich von hinten an die ranschleichen, ohne dass sie mich bemerken würden? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Kannst es probieren. Es Denn ich gibt meine, ein also. bisschen Deckung auf dem Weg, wenn du auf der richtigen Seite aussteigst. Es wäre in dem Fall vielleicht sinnvoller, dass irgendeine Art von Ablenkung generiert würde für dich. Dann wäre das auf jeden Fall gut möglich. So ist es möglich. Gut, dann sorgt mal bitte jemand für Ablenkung, dann timen wir das und dann schleiche ich mich von hinten an und schlag die beiden von hinten bewusstlos. Weil wenn ich einfach so auf die zugehe, wird das schwierig, die beiden bewusstlos zu schlagen. Dann wird es Billy auch mit dir loslaufen, quasi aus dem Auto raus. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung in dem Haus. Nee, geht nicht. Nein, ich verwickle die jetzt in Gespräch beide und dann Oh ja, bitte mit dem kleinen das gelben kleine gelbe Auto. Auto. Nee. Vielleicht besser nicht. Nee, ich habe schon eine andere Idee. Also Muss ich Billy mich fürchten? marschiert. Ja, du musst dich fürchten. Sehr gut. Ja. You're looking for a threesome?
Anna, du gehst auf die Zunge, ja? Und ist das jetzt? Nein, nein. Okay. Das war nur für dich, damit du dich freuen kannst. Wir haben es doch schon im Schwimmbad gesehen. Sie scheint da doch sehr interessiert zu sein. Die haben nicht rübergeguckt, nee, die haben sich nicht ablenken lassen von mir. Nee, Billy geht auf die beiden zu und lässt den Rottenmeier Ultra raushängen. Oh, genau. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte, meine junge Dame. Ziehtochter gesehen. Nee, nee. Junge Dame. Ja. Sagen Sie mal, wer ist für ihre Erziehung verantwortlich? Können Sie mir mal bitte Sie ihren Namen... Sie zeigt ihren Ausweis von Evo Security, also von Parashield Security. Von Para... Sie sehen aber gar nicht so aus. Sie benehmen sich hier gar nicht entsprechend der Vorschriften. Sie werden der mit uns mitkommen. Bitte stellen Sie sich an diesen Baum, legen Sie die Hände an diesen Baum, die Beine breit. Wie bitte, wieso denn? Was haben Sie denn gegen mich in der Hand, bitte? Sie haben 4 Sekunden, um entsprechend zu reagieren. Wie werden Sie anderweitig tasern? Sie werden mich anderweitig tasern? Mhm. Billy dreht sich langsam und hat sie eigentlich ihre Handschuhe an. Hat sie nicht angesagt. Ja. Hat sie, ich hab's gesagt, Kaban, ich hab sie dabei. Bitte. Danke. Du hast gesagt, du hast sie dabei, aber nicht an. Darfst einen Edgewurf machen. Ich darf einen Edgewurf machen? Ja. Und Kaban Stealth. Moment, jetzt machen wir erstmal Stealth von Kaban und dann mache ich einen Edgewurf. Also Kaban, da... Ach nee, du bist ja der Defender, scheiße, ja. Ja. Und Billy hat einen 2 Erfolge beim Edgewurf. Der hat ihre Handschuhe an. Okay, Jojo, hier wird's heiß. Sag mir bitte an, wann ich nah genug dran bin, um von hinten quasi so tok tok, sage ich. Was wird's? Schnapp dir. Es wird heiß hier. Ja, ich guck, dass ich glaub, irgendwie zum Auto komme. Der Mann tritt hinter Billy und deckt seine Hände an Orte, deswegen guck ich jetzt, dass ich zum scheiß Auto komme. Hingehören. Moment, was tut der? Der durchsucht dich. Also normal abtasten. Wo? Okay, ein ganz normales Filzen. Kaban jetzt. Ja. Der Kerl? Fuck! Na, Alter, also an den Kerl Erfolge. Kommst du jetzt nicht unbemerkt dran. Du kommst an die Frau erst mal ran, ja, weil der gut, Kerl steht jetzt hinter mir. 5 Erfolge auf die Frau. Es tut mir leid. Das ich möchte heftig. Sie aber nicht dabei töten. Willst du sie töten? Okay, gut. Ausmachen. Ja, also du weißt auch nicht genau. Jojo macht sich derweil auf den Weg zum Auto. Mit dem 9K Köter. Waffenlos. Also 9G. Na, sag mal, wie das machst du einfach nur aus Stylegründen. Du hast 5 Erfolge, meinetwegen kannst du es auch mit einem Salto machen, das wäre Wurst. Eigentlich bestehe ich auf dem Salto. Na, dann kann er ja quasi, weil er 5 Erfolge hat, dem Kerl auch noch direkt eine reinzimmern. Nein. Schade. Das wäre was anderes. Aber ich mache das so, dass ich bin ja hinter ihr quasi. Ja. Ich greife ihr von hinten so an den Mund, dass sie halt nichts sagen kann und drück ihr dann quasi den Hals und die Halsadern quasi zu. Mit der Armbeuge. Mit der anderen Hand cover ich quasi den Mund, sodass die halt langsam, aber sicher bewusstlos wird. Das dauert ungefähr 30 Sekunden maximal. Und dann ist die halt lautlos bewusstlos geworden und bei einer, solange ihr Oberkörper oben bleibt, also, ne, dann lehne ich sie auch an den Baum, sodass sie oben bleibt, wird das ungefähr 5 Minuten dauern, bis sie wieder bewusstlos, zu Bewusstsein kommt. Bewusstsein ist ja. Okay, Dys, willst du in der Zwischenzeit was machen? Er würde es nicht bemerken. Ich warte ab, solange ich nichts mitbekomme, bin ich dann in Gefahr. Ich folge jetzt einfach den Anweisungen momentan. Kriegt Jojo was davon mit, dass Kaban die Olle ausgeschaltet hat? Ihr habt Sichtverbindung. Dann genau. Sagt Jojo zu Billy, okay, ich mache mich jetzt auf dem Auto, die Alte ist ausgeschaltet. Okay, ich bewege mich trotzdem jetzt noch nicht. Ich warte, bis Kaban eine Aktion an dem ausführt und dann schocke ich den noch hinterher oder so. Er versucht, einen Arm von dir zu greifen, um dich in Handschellen zu legen. Huch, ich bin kitzlig! Wie schnell bin ich quasi? Also, Du bist noch nicht so weit. Okay. Huch, ich bin kitzlig und zieh den Arm weg. Ah ja, komm, das Hörfe kann man machen. Mal bitte doppeltes Geschick, ja. Das gefällt mir. 2 Erfolge. Fuck. Nein, er zerrt deinen Arm runter, es tut ziemlich weh, also, ne? Weißt du wie? SR3, ja. Okay, du hast eine 3 Erfolge mit 6 Würfeln, du Spacken. Okay. Ich würfel echt verdammt gut in letzter Zeit. Mhm. Er würde auch nach deinem anderen Arm greifen und da du ja jetzt quasi schon irgendwie halb fixiert bist, ist es nicht so gut, da auszuweichen. Du hast allerdings, deine Hände sind an seinen Händen, ne? Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, dass ich mal kurz einen Schocker losschicke. Wir haben irgendwie 5G oder sowas, ne? Ich weiß es nicht, ich habe mir einfach nur Schockhandschuhe aufgeschrieben. Glaube ich schon was, viel. Es reicht, um ihn auf jeden Fall zurückschrecken zu lassen und 2 Meter zurückzuspringen. Ich überlasse es der Walküre. Also wenn er zurückschreckt, ne, und nicht weiß, dass ich hinter ihm bin, schade für ihn, würde ich sagen. Ich verlange einen Wildschwein-Move. Ich versuche genau dasselbe nochmal. Quasi, also, ne, ich
Ich mache meine Arme auf quasi, wenn er kommt und einmal von hinten rum und reißt ihn halt so rum, dass er halt komplett sein Gleichgewicht verliert und halt dann mit seinem Hals in meine Armbeuge zugrunde geht, hoffentlich. Kann ich dich nicht von einem Wildschwein-Move überzeugen? Den einfach umzutackeln? Ja. Du kannst ja dann immer noch deinen Ellbogen um seinen Hals drücken und Ja, dann so. machen wir das Ganze auf dem Boden quasi. Siehst du, ich finde es schön, wenn du ihn einfach umhüpfst. Genau. Ich meine, wofür hast du deinen Straßennamen? Beauty. Die beiden liegen derangiert da nieder. Billy geht Versteck die nochmal mal an ein den Chips. bisschen. Moment. Billy geht nochmal an seine Eier und schockt ihn in die Eier rein. Mit dem Schwamm. Der Körper krümmt sich. Ja, hoffentlich. Das bleibt ja schon mal noch länger ausgenebelt. Und dann ziehen wir den zusammen. Ich nehme die Frau Kaban und dann ziehen wir die in die Hecken. Jojo, bring den Hund ins Auto und hol den Kabelbinder. Wir fesseln die noch. Billy, du bist die beste Schülerin, die ich je hatte. Wieso? Weil du ihn in die Eier geschockt hast. Es tut mir leid. So, ich Bist die mach beste Schülerin, die ich je hatte. So, warte, ich bin gleich da. Jojo macht sich auf den Weg, also sie ist ja eh schon die ganze Zeit auf dem Weg zum Auto quasi. Die Ich guckt, dass sie. dachte, du bist quasi schon am Auto. Oder dann ist sie schon Ja, ist am sie. Auto, ja gut, dann lädt sie den Hund ein. Ich verstecke sie nochmal mit einem Erfolg. Verfluchte Seuche. Die beiden. Warte mal kurz. Ja, okay, Was? Wieso denn? das ist nach vollkommen schon. Hey, komm, der Rest war fast alles Einsen. Genau Immerhin. so. Dann bringt sie wie ist Kabelbinder. denn? Ja, nee, sie bringt jetzt die Kabelbinder. Ich überlege gerade, ob sie sich ihre Knarre einsteckt. Nee, die ist noch, da müsste sie jetzt zu viel wühlen, glaube ich, im Auto. Warte, das liegt alles beim Reserverad. Und Okay, egal. egal, ja, sie bringt euch fix die Kabelbinder. Meint Herrn, oh, Kaban, stopft die doch mal richtig ins Gebüsch. Können wir vielleicht kurz, haben die irgendeinen Notruf oder irgendwas abgesandt? Ja, Kriegen wir die irgendwo stecken. Funksprüche rein oder Wir sowas? filzen die jetzt. Easy. Ihr findet zwei Taser. Nehmen Ihr wir mit. findet. Die sind die getaggt? Moment, Moment. Ich Wir sollte werden jetzt mich. hier nicht anfangen zu looten, Leute. Abmarsch. Nee, Da wenn die Hilfe wird die rufen guten können. alten Evo-Taser, die sind natürlich getaggt. Okay, dann Die haben auch nicht. ein Abmarsch, Safe Leute. Smart System. Haben Dann die bringt's Comlinks nichts. dabei? Moment, haben die Selbstverständlich. Comlinks dabei? Dann nehmen wir die Comlinks und treten drauf, sodass die am Arsch sind jetzt erstmal. Dann können die nämlich erstmal irgendwo hinlaufen, um sich dann quasi Kommunikation aufzubauen. UT. Oder die haben interne Comlinks. Nee, ich habe ja schon den Comlink gestört, weil sie tippen wollte. Kann nicht sein. Geld, Nash. Ich habe auch mehr als eins. Ich Ich weiß es doch nicht. bewege mich flugs zum Auto und fahre Ja. das Auto vor die beiden quasi, damit die direkt einsteigen können. Der Hund ist ruhig und Der der ist Ko im Auto und wahrscheinlich Piff! ruhig. Der ist etwas aufgeregt. So, er Er stimmt, der spürt, braucht noch dass ein die Leute bisschen. um ihn aufgeregt sind. Ich Und Auto leg fahren schon mal Hunde. quasi den Maulkorb bereit, nur für den Fall. Jutti. Nee, der Wir Hund können. ist eher aufgeregt wie, boah, alle sind aufgeregt, da bin ich auch aufgeregt und Hund Auto fahren. Awesome. Bitte lass mich aus dem Fenster gucken und hecheln. So aufgeregt. Gott, hoffentlich wird dem Hund Auto nicht schlecht. Danke für diesen ganz hervorragenden Einfall. Ach komm, das habe ich jetzt schon gesagt, deswegen kannst du das nicht mehr machen. Ich werde heute den Fluch durchbrechen und ich bin ganz kurz AFK, der Pfeffi schiebt. Oh Mann. Ja, Das macht wir er nicht, werden das dann wäre echt unfair. quasi ja schon ins Auto steigen, ne? Ja. Dann zieht sich Jojo auch Naja, sie legt sich die Knarre dahin, wo auch ihre Jacke ist. Sie hat ja extra die Lederjacke mitgenommen, damit sie wenigstens ein bisschen Panzerung hat. Ja, aber die musst du jetzt ja nicht unbedingt anziehen, weil Nee, aber noch die. müssen wir aussehen, als wenn wir ganz normale Leute Das wären. weiß ich doch, aber Gut. ich. Habt Ich ihr euch mach mal mich drüber übrigens Gedanken? Habt ihr euch mal hübsch. drüber. Ja, macht euch mal hübsch, haha. Habt ihr mal drüber euch Gedanken gemacht, dass die jetzt vielleicht die Registrierung vom Auto haben? Das heißt, für Boris eventuell Sachen auf ihn zukommen? Jein, haben sie vielleicht, vielleicht haben sie es auch nicht. Müssen wir mal gucken. Es gibt ja uns auch kein Auto mit. Ach. Entschuldigung. Was? Der Spielleiter hat das nicht gehört. Solange der Spielleiter das nicht hört, ist das egal. Ich glaube, ich hab auch garantiert die Nummernschilder verbrätzelt, bevor wir Ja, los sind. mit Sicherheit. Weil Boris weiß ja, dass wir Klamauk Hat er machen, keinen habe ich. Schleierschutz Eben. dran? Nee, komm, das ist eine Clublimousine. Sowas hat er natürlich nicht, aber Billy wird sich darum gekümmert haben, um die Sachen zu fälschen, Forgery zu Ja. machen dafür. Weil wir wissen ja, dass wir
Lichtscheues Gesindel sind, nicht wahr? Lichtscheues Gesindel. Lichtscheues Gesindel. Ja, Lichtscheues Gesindel. So was schön. Was zu sprechen? Ich weiß. Ich weiß. Ich Hallo. Komme zurück. Das ist ja wieder so, da. Nachdem ich ein bisschen sauber gemacht habe, dass ich nicht mehr ganz so wildschweinmäßig aussehe. Mhm. Grunz mal. Ja, der Jojo legt wahrscheinlich dem Hund den Zwinger, den Maulkorb an erstmal, denke ja. ich. Und dann kennt er nicht, hier... mag er nicht. Was? Kennt er nicht, stimmt. Kennt er nicht, mag er nicht, aber der wird gleich eh ruhig. Der ist, dann wie gesagt, der ist lieb. Der kriegt ihn dann später um. Jetzt, solange der jetzt noch so aufgekratzt ist, schlägt dir übers nicht. Gesicht, während du das sagst. Ja, du bist ein Lieber. Wir werden ganz viel Spaß haben miteinander. Hier läuft ein Sabberfaden runter. Ja, ich fahre langsam und gemächlich Richtung Jojo Heimat. Und Kaban bekommen eine Nachricht auf ihr Comlink von einer offiziellen Stelle von Parashield. Ich hoffe, es war Parashield. Die euch mitteilen, dass ihr den Wagen an den Rand zu fahren habt und in dem Wagen zu warten habt, bis man euch abführe. Oh. Anderweitig werde man sobald möglich, nein, nicht sobald möglich, anderweitig werde man das Feuer öffnen. Oh, ungeil. Sind Billy, da Leute, du fährst. Ich fahre und ich mache mal den White Noise, nicht den White Noise, aber den Störsender mache ich für uns erstmal an jetzt. Easy. Ne? Ich dachte, der wäre zwar schon an, aber ich glaube, es hat keiner gesagt. Der für den Hund ist an, aber der stört ja nicht eure Comlinks. Ja, wir stören alle unsere, wir machen mal eure Comlinks aus noch dazu. Und wir machen unsere Comlinks aus. Okay. Und ich forgery die Zulassung des Wagens, hatte ich ja schon gemacht in der vergangenen Folge. Gut. So. Lederjacke man... angezogen, Knarre. Ja, ich lade auch meine Waffen durch. Gut, dass ich zwei Ersatzmagazine noch mitgenommen habe. Hat jemand eine Knarre für mich? Ja, greif. Das den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Oh, ist voll lieb, was willst du mit den ganzen Waffen? Ja, ich geb dir eine. Ich geb dir meine Zweitwaffe, es tut mir leid. Das danke. Ist die Hämmerli. Nee, das ist okay. Die Hämmerli. Super, ich hab eine Hämmerli gehabt. Mit der kann Billy umgehen. Genau, die sehr gut. Hämmerli hat standardmäßig Smartlink. Olle! Olle! Und wie gesagt, die Hämmerli passt einfach perfekt in so zarte Transvestitenhände. Frage, okay. Meister, wenn mein Comlink aus ist, kann ich dann das Smartlink meiner Waffe benutzen? Nein. Okay, das wollte ich wissen. Moment, du könntest deine Knarre an deine Datenbuchse direkt stöpseln, das geht ja. Olle. Praktisch, olle. Deswegen habe ich auch halt eine Kabel, ne? Also, was? Na, da hast halt ein Kabel aus der Stirn bis zur Waffe. Das ist mir jetzt zum Schießen erstmal egal. Olle! Genau deswegen habe ich eine Datenbuchse. Cheffe, ja, kann man das Auto jetzt noch, kann man das Auto jetzt noch finden quasi? Ist ja. es momentan? Dann möchte ich doch gerne versuchen, das Auto in Schleichfahrt zu versetzen. Ach so, Moment. Le Matrix technisch. Durch Matrix. Ja, mach mal noch einen Wurf bitte auf. Auf? Ist das nicht eher das gleiche? Nee, ne? Huh. Ah, da sagen, könnte wir nehmen man. Heute mal Hacking und Logik. Das ist eigentlich alles immer dasselbe bei mir. Dann nehmen wir doch heute mal Hacking und Logik. Einfach nur, damit man Abwechslung reinbringt, ne? Ja, ne? Genau. Oder gebe ich dir 4 Erfolge, mein Bester. Schöner Mann. Fuck the shit. Jetzt ist es nur noch zu finden, wenn sie euch physisch beobachteten. Aber wer würde denn das erwarten? Von Evo. Evo, von scheiß Nein. Spatzen. Hey. Die Spatzen konnten nicht speziell gelenkt werden. Die hatten eine vorgegebene Flugroute. Super. Man weiß, was so. Dann speziell gelenkt werden kann. Bienenschwärme oder sowas. Raketen! Ich hoffe, sie überwachen uns nicht mit Raketen. Was? Ich hoffe, sie überwachen uns nicht mit Raketen. Wir hören ein komisches Zischen? Nein, Mann. Ich wollte die Rakete simulieren. Ach so. Ich glaube, es war eine V12. Oh, ja, Mann, hör auf zu furzen. Das ist der Hund. Der euch jetzt übrigens auf den Wagen. Das wollte ich gerade sagen, sehr schön. Der ist, ey, was hat der? Du putzt die Scheiße nachher, du Drecksköder. Legen sich Hunde danach wenigstens auch hin, ja, ne? Ja, die legen sich auf die Seite und häscheln. Ja, ja, nach dem Kotzen. Also, was, er hat jetzt echt gekotzt, Spielleiter, ich hasse dich. Hab ich doch gerade gesagt? Hat er gesagt. Ja, finde ich aber scheiße. Hat er gemacht. Ich hab den Fluch gebrochen. Armer Hund. Gut, ihr alle machen Wahrnehmung. Billy, du kriegst minus 3, weil du fährst und minus Apes hast, ne? Und minus Apes. Perception! Du meinst das, was ich nie kann?
Genau das. Wahrnehmung. So ganz normale Wahrnehmung, oder? Ja? Ja, bitte. So, macht ihr mal. Ich habe zwei Erfolge, wie schon den ganzen Abend. Zwei Erfolge Tag, ist eins mehr als sonst. Das stimmt. Kaban auf. Drei Erfolge von Kaban. Und ein Erfolg von Billy. Okay. Billy Kaban gewinnt. Bemerkt, dass ein ne, weißt du, kennst du ja, euch folgt ein Wagen so. Das ist ein Van, der sieht nicht aus wie ein Einsatzvan, aber der ist auf jeden Fall ein bisschen gepanzert, vielleicht schon. Rapist Van? Ungeil. Es ist kein Rapist Van. Also, wer weiß, was die am Wochenende damit machen. Aber jetzt sieht es gerade nicht aus wie ein Rapist Van. Sie verkaufen offensichtlich auch kein Eis. Blumen. Und auch keine Blumen und haben auch keine Wahrsagerstube darin. Es sieht schon, ne? Weiß, was ich meine. Der ist so in eurer Nähe. Mhm. Wir haben auch keine Anstalt, euch jetzt zu zerrumsen, aber ihr seid ja auch noch in einem schönen Wohngebiet, da macht man sowas ja auch nicht. Wir haben einen Schatten. Dann müssen wir den jetzt abschütteln. Ja, richtig, schüttel den mal ab. Ich glaube, das schießen geht nicht, ne? Gleich auf uns. Ihr könnt ja auch zurückschießen. Ja, die haben wahrscheinlich die größeren Argumentationsverstärker. Aber ihr könnt auch einen Reifen zum Beispiel. Ja, dafür müssten wir uns jetzt aus dem Auto beugen. Das würde bedeuten, dass wir unseren Kopf quasi präsentieren, auf dem eine Zielscheibe gemalt ist. Piloting Groundcraft sounds good for me. Du bist oder jetzt was? Abschütteln. Achso, noch nicht hier, oder? Ich meine. Nee, raus erstmal. Hier ist es schwieriger auf jeden Fall. Dafür hast du hier natürlich mehr Seitenstraßen und Deckung, wobei auch nicht so viele Seitenstraßen. Gib Gas und raus. Und eure Limousine ist nicht hundertprozentig gelegengängig zu dem Ort, wo ihr hin wolltet. Nee, das ist ja auch noch eine normale Straße, deswegen. Wir fahren jetzt. Ich muss nur. Warte, Sekunde. Zügig. Ich bin nicht so gut im Fahren. Ich muss nur ganz schnell, Flummi, du kriegst ja VR-Bonus, wenn du VR machst. Na dann. Ich muss mich nur ganz kurz darum kümmern, dass Flummi ihre Zauberliste kriegt. Die hat sie gerade. Ich edge den dann auch gleich weg, mein SAE 8. Den zum Fahren? Wie bitte? Den zum Fahren oder was? Ja, ja, klar, den zum Fahren. Oh, warte mal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich könnte ja auch rein. Der Van ist ja garantiert Wi-Fi. Data-Spike-Ding, genau. Du könntest ja komplett Data-Spiken. Ich sitze sowieso auf dem Fahrersitz, also könnte ich auch weiterfahren. Das ist nicht so das Ding. Ich könnte auch den Gremlin-Sprite einfach in das Auto reinschicken, Alter. Oder so. Ich habe noch einen. Was ich sogar charmanter finde. Ich habe noch einen Dienst auf meinem Infiltrator. Ja. Ich kann meinen Infiltrator jetzt eigentlich direkt in das Auto reinschicken und sagen: Kaput! Ausschalten. Und wenn mein Infiltrator-Sprite nicht gut ist, dann schicke ich einen Kremlin-Sprite rein, Alter. Oder? Ja. So, also jetzt bin ich auch wieder voll am Zuhören. Du willst Infiltrator oder Kremlin-Sprite da reinschicken? Mein Infiltrator hat noch einen Dienst frei, also möchte ich erstmal versuchen, ob mein Infiltrator-Sprite, der registriert, auch noch einen Dienst frei hat, da in das Auto jetzt reinkommt und ausschaltet. Während ich dann wegfahre mit dem Auto, hm? Wieso? Billy fährt doch. Nee, also Billy ist. Also ich saß auf dem Fahrersitz, hatte ich gesagt, aber. Ich dachte, Billy fährt. Ich dachte gesagt. Auch. Ja, Billy fährt. Okay. Also Leute, ich will euch überhaupt nicht reinreden, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoller, wenn Billy fährt. Die kann nämlich VR fahren und gleichzeitig noch was in der Matrix machen und du kannst auch deswegen, fahren. Ja, Billy fährt. Das war schon. Cool. Danke. So, dein Infiltrator-Sprite wird direkt zerrungst. Oh. Du siehst nicht genau, was passiert. Er kommt rein, will dir gerade melden, dass er erfreulicherweise es geschafft hat, das Ding zu knacken und würde jetzt das tun, was du ihm als nächstes... Ach nee, nee, er hätte dir quasi einen Zugang mitgegeben, aber er wird einfach direkt zerhackt. Hm. Du darfst mal Wahrnehmung plus... Also Matrix-Wahrnehmung plus 4 machen. Plus 4, da ist ein... Oh Gott. Ich weiß schon, da ist ein Technomancer mit drin. Nein, du hast immer plus 4 wegen VR und Technomancer-Dings. Aha. Moment. Achso, hast du schon gewürfelt? Nee. Was ist alles so verwirrend und aufregend? Das sind 6 Erfolge. Das sind 6 Erfolge. Wow. 6 Erfolge. Fuck you, chicken. Ja, okay. Danke. I love you, fuck cow. Fuck you, cow. Also. Sau gut. Ich finde das schön. Nein, der Wagen, da ist ein Rigger eingeklinkt, der das Ding fährt. Und gleichzeitig ist auch noch eine Spinne, die zwar nicht da eingeloggt ist, aber die das Ding schützt. Jojo. Du bist die Nächste, die mal ganz kurz nochmal Wahrnehmung macht.
Du möchtest mir ja so sagen, da ist irgendein Magie-Shit of Nein, Death. nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe dich zufällig gewählt. Er hat's gesagt. Das ist eine verdachtsunabhängige Kontrolle. Wie immer zwei Erfolge. Du siehst ein Kritzeln über dem Auto, was, weißt schon, da sind so die Blätter, die fliegen, haben eine ganz komische Flugbahn, wenn die von den Bäumen fallen. Ja, im Winter fallen auch Blätter von Bäumen. Und da ist also da, ja. Ich hab ganz schon. Jojo, wir haben noch Granaten im Bumsbulli. Geil, du hast recht. Moment, Granaten hättet ihr nicht über die Grenze bekommen. Abbruch, Leute. Das sind doch Mahinas kleine Dingsbums. Auch die nicht. Im Schmuggelfach? Im Schmuggelbehälter? Der Schmuggelbehälter ist, glaube ich, nicht gegen Chem abgedichtet, sondern irgendwas anderes, oder? Bumsbulli. Das müsstet ihr doch aufgeschrieben haben. Ich habe immer noch keine Daten für den Bumsbulli. Der war gegen MAD abgesichert und nicht gegen Chem-Dings. Warte, ich gucke. Irgendjemand hatte sich das detailliert aufgeschrieben. Ja, ich glaube, Flummi, weil ich hab's definitiv aufgeschrieben, nicht. Ja, ich muss nur erstmal in dem Wust, der mein Charakterbogen ist, finden, was ich wo aufgeschrieben habe. Sag ich ja, ne? Findest du nix. Es ist nur einfach so viel. So, warte. Mostrans-Goffer. Schmuggelbehälter, abgeschirmt gegen Geruchssensoren. Das ist easy. Klar habt ihr dabei. Leute, was diskutiert ihr denn mit mir? Wir lieben dich halt so. Wir lieben dich so sehr, dass wir so gerne mit dir reden. Ich weiß sogar noch, wie das war. Ich habe mal hinter gesagt, ach komm, nimm gegen Chem, die haben bestimmt mal Drogen transportiert, ja? So war das. Das war ja. Also ich habe noch ein Ass im Ärmel. Was haben wir? Ja, wir haben Granaten. Wir haben Granaten. Scheiße, Geist. Ich will die trotzdem eher lieber abschütteln. Also wenn du Scheiße Geist sagst, gucke ich dich jetzt mit großen Augen an. So, mach was dagegen, bitte. Schnell, die Dinger sind ziemlich... Und ich bereue gerade sehr, dass ich meine Maschinenpistole nicht dabei hatte. Chef? Ja, bitte. Wenn ich einen Papetier mache auf das Auto... Dann müsste ich nochmal kurz lesen, wie genau der funktionierte, ja? Ich habe sämtliche Aktionen frei auf dem Ding. Ich kann mir 3 Marks holen. Papetier, freie Handlung, einfache Handlung, komplexe Handlung, genau. Einfache Handlung, ausschalten. Einfache Handlung, 3 Marks geben. So rum war es, danach ausschalten. So rum war es, genau. War das nicht eine komplexe? 3 nee. Marks? Warte. 3, nee, Marks ist einfacher. Nee, Marks ist einladen ist einfacher. Ja. Genau. Ja, das kannst du machen. Aber das gibt mir einen L plus 4, ne? Beim Fading. Ja, und du musst halt immer noch das schaffen. Du hast Software und Resonanz und ich habe Willenskraft und Firewall. Willpower, Firewall, ja. 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 Alter Schwede. Ja. Aber Software, Resonanz plus 4, ne? Hast du gesagt oder so? Oder plus 2? Nee, gar nichts. Wie gar nichts? Na, für komplexe Formen und Sprite-Beschwörungen hast du deinen VR-Bonus nicht, weil das keine Matrix-Handlungen sind, sondern Technomancer-Handlungen. Es sind dann bloß 8. Das ist nicht so gut. Wenn ich den noch weg-edge, okay, dann könnte ich. Ich habe ja noch ein Edge frei. Und dann hält man die Karre vom Hals. Haben wir irgendwelche anderen Optionen, als diese Karre loszuwerden? Vorerst nicht, nee. Ich wechsle übrigens also, von Gel auf. Obwohl, nein, das brauche ich nicht, das bringt nichts. Also, wenn einer von euch jetzt den Reifen kaputt schießen kann für den Van, dann wäre ich sehr dankbar. Ansonsten. Aus der Entfernung schon mal gar nicht. Noch sind die zu weit weg. Die haben einige Autos zwischen euch Platz gelassen. Ich weiß was. Ich kann was probieren. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich kann was probieren. Oh Gott, ihr werdet alle sterben. Mhm. Eisdecke. An der Kurve oder so. Geil. Machert. Ich drücke aufs Gas. Ich möchte darauf hinweisen. Da ja Autos zwischen euch sind, musst du das ziemlich gut timen. Das heißt, ich erwarte auch eine Initiative. Also na, Moment, eine Reaktion, das hält, wenn ich das quasi direkt hinter uns mache. So, ja, easy. Dann es hält Force Minuten. Ja, du musst es trotzdem gut abschätzen. Nee, es hält okay, Force Minuten. Nee, passt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass sich das schnell genug aufbaut. Ach so. Da, wenn ich es quasi direkt so schnell wie möglich hinter uns mache, weißt du, und die Autos hinter uns karambulieren, dann ist mir das doch egal, es fällt den Scheißwagen auch auf. Nee, weil Autos zwischen euch sind, musst du keine Reaktion-Intuition-Probe machen, ist okay. Gut, dann nehme ich jetzt Force 2, weil ich mir nicht direkt schon wieder den Karschaden reinblübbeln will. 2 Minuten reichen mir nämlich. Also, dass es 2 Minuten hält. Ja, und muss mal eben meinen Charakterbogen wechseln. Shit. Genau. So, also ich mach das dann auf die Straße quasi. Das dachte ich mir. Ja, okay, ich wollte es dir nur nochmal sagen. Ich bin so schlecht. Hopp, komm, jetzt reiß das Ding. Wünscht mir Glück!
Schaka, nimm Edge und so. Weißt du? Wenn du es brauchst. Ja, Edge ist gut. Edge ist super. Du hast ewig viel davon. Bitte Edge. Ja, bitte Edge. Edgy, edgy. Guck mal, wie er sich freut, der lumpige Schände. Easy. Ich habe, weißt du, von so Anfang schön. An. So geil. Oh, einer von euch. Das. Das ist so bitter. Naja, das heißt ja, dass der Zauber trotzdem erstmal gelingt. Ne? Oh. Mach doch erstmal deinen Entzug. Ja, der und lass uns doch erstmal sehen, wo uns das hinführt. Oh shit. So wie der lacht ins Nirvana. Es wird übel. Du weißt, dass. Hast du dich Spielleiter? Das Ding ist. Nee, mach erstmal deinen Entzug, ich sag dir das gleich. Genau, Entzug war Force, ja, Force. Noch zwei. Easy. Tut sich ja nicht mal weh. Kritischer Patzer. Du Arschgeige, ey. Nein, vier Erfolge. Oh, jetzt nice. Vier Erfolge. Nice. Ich möchte bitte, dass du beschreibst deinen magischen Effekt für die anderen beiden. Der Moment, haha, der wird ja auch sichtbar, glaube ich. Der magische Effekt, jetzt muss ich gerade überlegen. Jojo muss Jojo eigentlich dafür das Fenster aufmachen? Nee. Doch, nee, muss sie nicht. Sie Nein, kann ja du musst das im Sichtfeld, ne? haben, du musst kurz warten, dass du den Punkt quasi auf dem Boden mit deinen Augen anvisieren kannst. Darum geht's. Aber das ist ja gelaufen. Das Auto hinterlässt gerade, also wisst ihr, wie das aussieht, wenn Autos auf Schnee fahren? Ja. Wenn die Reifen sowas raus hochdingsen, das ist auch so, dass so ein bisschen wie wenn der Schnee vom Auto so abrieselt, wenn das so Pulverschnee ist, cool. Genau, sowas. Das passiert gerade und das legt sich gerade auf die Straße. Jutti. Es passiert Folgendes. Das Gekrise auf dem Van manifestiert sich zu einem russischen Eisbären. Das ergibt keinen Sinn. Es ist trotzdem ein russischer Eisbär. Sibirien halt, sibirischer Eisbär, fertig. Der das Wappen Moskaus auf der Brust trägt. Au. Gay! Und super gay, super gay. Dieser Bär hat außerdem einen Holzstamm in der Hand, der unten angespitzt ist. Rammt den vor dir in den Boden und als du dann quasi, als es schon anfängt, euer Auto so ein bisschen diesen Schnee abzulassen, rammt er es in den Boden und deine magische Energie, die wird dann quasi wie von einem Schild abprallen. Danach springt der Bär wieder zurück auf den Van und entkrisselt. Allerdings, durch dieses Ereignis, die nachfolgenden zwei Autos können mit. Also das, ich weiß nicht, das haben die jetzt nicht ganz realisiert, was da passiert ist. Beziehungsweise auch der Pilot von dem Auto, der völlig aus, der Junge. Das heißt, die bauen einen Unfall. Unglücklicherweise hatte mein Rigger 5 Erfolge und wird sich so geschmeidig an diesem Unfall vorbei bewegen, dass er sogar das noch macht Meter echt gut keinen macht. Spaß. Entschuldige bitte, was soll ich denn machen? Ich habe alle drei Autos gewürfelt. Und Trigger, weißt du, die sind ja dazu da, dass die Auto fahren können zum Beispiel. Ja, manche sind auch einfach Drohnenliebhaber. Dieser blöde Geist macht einfach mein Ding kaputt. Ich Dreckiger find das super. Kleiner Wichser. Ja, mach diesen dreckigen Geist kaputt, die Dinger sind hart gefährlich. Jojo guckt dich gerade an. Den Rest des Streites hören wir in der nächsten Folge. Super. Yes. Sehr lange unseren Bildungsauftrag vernachlässigt und das tut mir auch sehr leid. Ich möchte da jetzt zurückfinden dazu. Und zwar, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, man darf diesen ihre Liebe offensichtlich vortragenden Pärchen nicht trauen. Oftmals führen sie Böses im Schilde. So ist es nämlich. Was jetzt daraus wird, wird man in der nächsten Folge sehen. Also ihr, wir wissen es schon. Naturgemäß. Bis dahin kann ich ja sagen, dass unsere Musik von Mad in Mattis mit dem Song Russian Tango, Shadowrun gehört Tops Incorporated und wir laufen unter der CC. Ich habe das jetzt schnell gemacht, das ist schön, nicht wahr? Dann hören wir uns nächste Folge und gucken da, wie es weitergeht. Total geile Teaser, Alter. Und der Mutti fand's auch gut. Guck nicht so böse.